Aufnahme. Läuft. Stream? Ah, nee, haben wir ja gar nicht mehr. Weg, weg. Stream haben wir nicht mehr, nee, aber Handy. Nee, du musst. Ah, rein. Ja, genau, Handy. Handy sind aus, sind die ausgestellt? Nein, sind sie natürlich nicht, wie immer. Gut, Handys sind aus. Kaffee oder Tee bei dir? Wahrscheinlich Tee. Earl Grey. Ja, nennen wir es warm. Mehr als lauwarm, weniger als heiß. Ich habe ja mir einen Kaffee hier hingestellt. Das darf ich auch jetzt ohne schlechtes Gewissen trinken. Weil wir ja jetzt ausnahmsweise mal nachmittags aufnehmen. Und was ist denn mit den Höhenwinden? Mein letzter Ballon sagt ungefähr 2% über dem Limit. Du, wir können die Woche nicht aufnehmen. Ah, okay, wir müssen nächste Woche. Nee, das Risiko gehen wir jetzt ein. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 66. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an und fängt dann mit der 66. Folge auch erst der Podcast an, oder wie ist das? Keine Ahnung. Gibt es da schon Empirie zu? Udo Jürgens können wir ja leider nicht mehr fragen dazu. Aber ich denke mal, wir haben jetzt ja schon mal angefangen und dann können wir auch weitermachen. Ja, willst du kurz einen Couch-Kick auflösen? Ja, SpaceX musste ja mal einen Raketenstart wieder mal verschieben, wegen Höhenwinden. Waren irgendwie so 2% höher als gewünscht, beziehungsweise als das Maximum, das irgendwann mal festgelegt wurde. Und dann haben die halt gesagt, ja, nächstes Mal. Was nicht so, es gäbe eine 2%ige Chance, dass, wenn die Rakete an dieser Stelle durchfliegt, Höhenwinde über dem Limit sind. Nee, ich glaube, so. Das war wirklich die Stärke, die gemessen wurde, war irgendwie 2% höher als das Limit, das man gesetzt hatte. Okay, gut. Wobei es ja eigentlich nicht um die Stärke geht, weil es ist ja eigentlich scheißegal, wenn überall der gleiche Wind weht, dann wird die Rakete halt ein bisschen zur Seite getragen, aber da wirkt ja keine großen Kräfte drauf. Das Problem ist, dass es halt irgendwann dann eine Schicht gibt, da ist Wind und darunter ist halt kein Wind oder Wind in eine andere Richtung oder irgend sowas. Und wenn dann die Richtung wechselt, dann hat man halt plötzlich einen Lastwechsel und da hat man dann plötzlich Kräfte und die dürfen halt nicht zu groß werden. Ja. Aber genau, deswegen haben wir beschlossen. Um halt das nicht zu sagen, okay, hat man statt, okay, anstatt von Scherwinden sagt man halt Winde, aber naja. Ja. Deswegen haben wir beschlossen, letzte Woche auch keine Folge zu machen, sondern euch ein Interview zu geben mit Leuten aus Stuttgart vom Institut für Raumfahrtsysteme und dem Verein CASAT. Ich hoffe, das hat euch allen gefallen. Wir planen, also solche Sachen in Zukunft öfters zu machen, auch mal so einfach so Projekte vorzustellen. Wir sind jetzt auch Ende April auf einer New Space Konferenz eingeladen. Im Rahmen von der Dingens hier, von der ILA, die ja alle 2 Jahre in Berlin stattfindet. Ach, ist das parallel zu ILA? Das ist parallel dazu, ja. Ah, okay. Ich habe dann nochmal geguckt, also es ist am Tag 3 der ILA. Hast du da ich werde Zeit, es ist am Tag 3. Ja. Soll heißen, ich habe die ersten 2 Tage, was so Fachbesucher-Zeugs ist und dann werde ich am Tag 3 ein wenig durch sein, aber ich werde da sein. Ja. Also um mal das genau zu sagen, das ist die New Space Visions Konferenz im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin. Am 27. Wer war der Typ, an den ich jetzt gerade denke? Wirtschaftswunder. Nee. Ich meine vielleicht kein Zerrat. Ich meine den Typen, der mit den Visionen. Nee, das war Willy Brandt, natürlich. Das war Willy Brandt. Nee, es war doch cool, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. War das nicht Brandt? Oder? Das war doch, das war Helmut Schmidt. Helmut Schmidt war es, genau. Jetzt waren wir, oh Gott, wir haben uns vor der ganzen Nation blamiert. Ich kam einfach nicht drauf. Irgendwie so SPD war klar, von daher Willy Brandt war etwas näher dran. Das finde ich auch lustig, dass du glaubst, dass die ganze Nation hier zuhört.
Und nochmal schauen, ja, ob tatsächlich das Ludwig-Erhard-Haus ist. Auf jeden Fall so ein Wirtschaftshaus. Und das ich sage mal, geografisch verteilt ja über die ganze Nation, von daher schon vor der ganzen Nation irgendwie planiert. Genau, die ganze Nation kennt uns schon. Alles nur geklaut. Ja, ja. Okay. Die Ärzte, ja, ich kenne da diverse Texte. Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch auswendig kenne. Frank. Welche Band hat Es ist alles nur geklaut geschrieben? Es waren nicht die Ärzte. Das kann sein, dass die das geklaut haben, das ist mir aber völlig egal. Nein. Das Lied ist original von welcher Band? Ich habe keine Ahnung. Die Prinzen. Ach, die Prinzen? Hä, die kommen. Oh Gott. Mein Kopf. Ihr seht schon, das wird eine lustige Sendung. Mein Kopf produziert nicht das, was er tut, was er produzieren soll. Natürlich sind es die Prinzen. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, ich garantiere für den Verlauf dieser Sendung nichts Gutes. Gut, dann haben wir also New Space Vision Konferenz, nachdem wir alle Lead-Fragen ausgeräumt haben, im Ludwig-Erhard-Haus. Es gibt auch noch Tickets. Ich glaube, die Early-Bird-Tickets sind leider schon weg. Beziehungsweise die gehen nur bis 28. Februar. Aber man kann als Student beziehungsweise Young Professional sich, glaube ich, für 30 Euro ein Ticket kaufen, falls man da auch hin möchte. Auch noch zu empfehlen, vielleicht sich auf den Kalender markieren. In Bremen gibt es ja dann im Oktober, vom 1. bis 5. Oktober, den International Astronautical Congress. Genau. Den 67. Ich glaube, den ziemlich vielten. Ich glaube, den 68. 68. Den ziemlich vielten. IRC, warte kurz. Genau, IRC, nee, das ist der 69. Der 69. Oder? Genau, das ist der 69. Also man merkt es ja schon am Namen, das Ganze geht länger zurück, als der Raumfahrt alt ist. Ja, so knapp, würde ich mal behaupten. Naja. 69 minus 2018. 69, 49 dann. Ne? Ja gut, aber V2? Ja, ich sag ja, aber halt astronautisch, das sagt ja heutzutage, also, glaube ich, wirklich niemand mehr. Ja, ja. Kommen wir mal zu unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Wo wir gerade bei IRC waren, wo wir ja immer noch am Geld am Sammeln sind, damit wir uns das überhaupt leisten können. Ich habe jetzt übrigens Akkreditierungsanfrage hingeschickt, auch schon Antwort bekommen, aber noch keine finale Entscheidung. Kann also sein, dass ich nochmal 100 Euro für ein Studententicket springen lassen muss, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir da, also du auf jeden Fall und ich auch als Pressevertreter, ja, also akkreditiert werden. Ich bin ja Teil jener Kaste, die überall kostenlos reinkommt. Die wäre? Und was natürlich keinerlei Einfluss auf irgendwelche Berichterstattung jemals irgendwo hatte. Nie. Nein. Dass Pressevertreter überall kostenlos reinkommen. Ja, mal schauen, ob ich überhaupt kostenlos reinkomme. Also, aber um uns das überhaupt leisten zu können, brauchen wir ganz viele fleißige Spenderinnen und Spender. Und da haben wir auf Patreon Leute, die wir sogar namentlich nennen können, was ja toll ist. Nämlich den Eike, Sebastian, Martin, Torben, 19 Grad, Rayo, Raw Iroh, Rominger, M. Pingu, B-Bone, Michael, Hans, Olo, Giuliano, Christine, Matt McMurdock, Markus, Packelwudding, jedes Mal. Falco, Hori, Thomas, Ronald, Jochen und Johannes. Ihr hört, es sind ein paar neue Namen dazu gekommen. Schlechte Wortwitze. Es geht nicht. Es ist so toll. Ja, ja. Also Hans Olo und Packelwudding ist ganz toll. Und Giuliano ist neu dabei. Herzlich willkommen. Und ja, das ist ganz lustig, weil wir haben irgendwie auch immer wieder Leute, die natürlich sagen, ja, ich gehe zum Patreon weg, die uns dann über PayPal unterstützen, aber das ist ganz lustig, weil in der letzten Zeit für jeden Patreon, der weggegangen ist, kamen zwei neue dazu. Das war doch ganz cool. Warte, hier genau, vom Alejandro. Also Alexandro mit J, Alejandro, der sich gerade durch alle Folgen hört. Das ist ganz gut, der hat uns ein bisschen Geld geschickt, genau, und dann noch über LiberaPay, was sehr gut funktioniert zurzeit. Wir sind jetzt bei 13,51 € die Woche, was etwa, glaube ich, 55 € im Monat sind, was schon eine Menge Geld ist, und wir bekommen diese Woche auch, glaube ich, 70 € Amazon Affiliate-Link Werbeerstattung, weil jetzt die ganzen Weihnachtsgelder ausgezahlt werden sozusagen. Also es haben sehr viele Leute zu Weihnachten hin ihre Weihnachtsgeschenke für sich selber oder für andere Leute über unseren Affiliate-Link eingekauft, und das wird halt immer alle nach 2 Monaten dann ausgeschüttet,
Und somit bekommen wir diesen Monat nochmal 70 Euro extra von Amazon. Also wer das machen kann, also wer uns kein Geld geben kann oder will, und bitte, aber und über bitte, Amazon einkauft, der kann das über den Affiliate-Link tun. Genau, der kann das machen. Und bitte denkt daran, Amazon unterstützt dadurch nicht unseren Podcast. Das steht angeblich irgendwo in den AGBs drin, die niemand jemals gelesen hat. Ach so, also das heißt, also wir dürfen nicht damit werben, dass Amazon uns finanziert. Genau, genau. Okay. Ich habe jetzt einen anderen Podcast gehört und da hatte dann ein Philosophie-Podcast, Philosophize This, und da hatte der das mitbekommen, irgendwie ist da was, und hat dann mehrere Folgen lang etwas hämische Kommentare am Anfang gemacht, dass er gesagt hat, dass dieses Banner überhaupt zu gar nichts dient und den Podcast nicht unterstützt und so weiter. Und dann hat er noch mal etwas näher nachgelesen und mitbekommen, nein, es geht nicht darum, dass man über den Banner den Podcast nicht unterstützen darf, sondern nur, dass es Amazon selbst nicht macht. Ja, ich glaube, das müssen sie sich halt machen, weil es kann sich ja jeder so einen Affiliate-Link klicken und dann heißt es auf einmal, Amazon finanziert irgendwie den KKK. Und das wollen die natürlich nicht. Und da haben sie sich natürlich geschickt abgesichert davor. Jo. War wohl bloß irgendwie etwas komisch und missverständlich ausgedrückt von denen. Genau, also wir haben viele Quellen, wie ihr uns Geld geben könnt. Ich habe jetzt angefangen, auch quasi so einen Tweet zu machen, wo das nochmal alles drinsteht nach jeder Folgenveröffentlichung, damit ihr das alles auf einen Schlag habt. Und genau, das ist unsere Supporter-Ecke, Supporterinnen-Ecke. Kommen wir zum Feedback. Da hatten wir ein kurzes Kommentar zum Tesla-Arc. Ich glaube, ich ziehe das jetzt einfach mal kurz vor. Wir hatten uns letzte Woche, vor 3 Wochen über die Falcon Heavy unterhalten. Und was wir da nicht erwähnt haben, ist, dass es eine weitere Nutzlast in diesem Tesla Roadster gibt, nämlich den sogenannten Tesla Arc von der Arc Mission Foundation. Die Arc Mission Foundation entwickelt. Benannt nach der Arche, ne? Der biblischen Arche. Denke ich mal. Also ist ja, aber es ist ja mittlerweile schon so ein. Also Arche ist ja schon so ein auch ohne religiösen Kontext nutzbares Wort. Naja, auf jeden Fall, die Arc Mission Foundation wurde 2016 gegründet und baut 5D Laser Optical Data Storage in Quartz. Auch genannt Superman Memory Crystal. Wer sich mit Comics ein bisschen auskennt, Superman hatte diese großen Kristalle, wo das ganze Wissen von Krypton drin gespeichert ist. Und das ist so in etwa die ähnliche Technologie. Da wird eine Quarzscheibe mit einem Femtosekundenlaser beschrieben und kann bis zu 360 Terabyte speichern. Und das soll haltbar für Milliarden von Jahren sein, nach der Aussage der Foundation. Und die Arche 1.2, also die zweite Version dieser Disk, hat etwa die Größe von so einem 2-Euro-Stück. Sieht aus wie so eine Mini-DVD, Mini-Disk, wer das noch kennt. Beschrieben mit mit der Foundation-Trilogie von Isaac Asimov, befindet sich auch an Bord dieses Tesla Roadsters und soll ja die nächsten Milliarden Jahre um die Sonne kreisen und falls ein Alien darauf stoßt, die Welt durch Science-Fiction-Literatur des 20. Jahrhunderts kennenlernen. Ja, was soll da schon schief gehen? Nichts. In den Kommentaren wurden wir darauf hingewiesen, hatten wir vergessen zu erwähnen. Kleines Ding noch, was ich zwischendurch gemacht habe. Ich war Fremdpodcasten. Ja, ich muss gestehen, ich war anderswo. mach ich ab und zu. Bei den Hoaxillas besser gesagt. Beim Hoaxmaster und bei der Hoaxmistress. Genau, bei den sympathischen Hamburgern. Wer Lust hat, kann sich das mal anhören. Ich weiß gar nicht, 1,5 Stunden sind es nach dem Schnitt gewesen. Wie viel war es vorm Schnitt? 2 Stunden oder so. Mhm. Es ist nicht furchtbar viel weggeschnitten worden. Oder dann die Geheimnisse ausplauderst. Plus so ein paar Dinge, eher so 1-2 Stellen, wo ich mir unsicher wurde. Mhm. Dann hinterher. Die wir hier drin lassen, zur Transparenzzwecken.
So ungefähr, ja. Was war hier noch? Du warst ja beim Autoradio. Da gab es dann, da auch, stimmt. Du warst da in drei Sachen. Geguckt, ob es da Kommentare gab. Bei den Hoaxillas gab es Kommentare und wir haben sicherlich auch neue Zuhörer bekommen von den Hoaxillas, weil da gibt es eine gewisse zeitliche Überschneidung von dem Anwachs der Hörerzahlen und der Veröffentlichung des Podcasts. Das Archiv wurde in den letzten Wochen öfters runtergeladen als normal. Ja. Ja, und da gab es eine Frage. Ja, es war keine klassische Hoaxilla-Folge, schätze ich mal. Ich hatte mich eigentlich auch mehr auf kritische Fragen und Verschwörungen und Ähnliches irgendwie zumindest geistig vorbereitet. Aber am Ende war es dann halt im Wesentlichen, es ging halt locker über die Raumfahrt, über SpaceX, über europäische Raumfahrt und andere. Und wir haben dann auch mal irgendwie noch einen kurzen Überblick geliefert. Also ich bin nicht allzu sehr ins Detail gegangen. Und es gab dann Fragen hinterher von dem Falk. Und der mahnte an, was sind eigentlich die eigentlichen Vorteile, die tatsächlichen Vorteile für die Raumfahrt? Obwohl, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob diese Frage tatsächlich sich auf die Raumfahrt allgemein bezieht oder die Falcon Heavy. Ich glaube, das ist die Falcon Heavy, auf die er sich hier bezieht. Also was sind die Vorteile der Falcon Heavy für die Raumfahrt? Für die Raumfahrt. Ja, und eigentlich hatte ich das gesagt, dachte ich, weil jetzt im Moment nix. muss man einfach sagen, ne? Also jetzt im Moment hat die Falcon Heavy überhaupt keine Vorteile für die Raumfahrt, weil es gibt keine richtigen Nutzlasten, die jetzt unbedingt nur mit der Falcon Heavy geflogen werden könnten. Und die fliegt auch noch viel zu selten, als dass sie jetzt große Vorteile für die Raumfahrt haben würde. Aber langfristig natürlich dann doch. Also man kann damit größere Nutzlasten in Richtung Mondumlaufbahn beispielsweise bringen. Man hat Möglichkeiten, ohne gleich die Falcon Heavy, plötzlich die Delta IV Heavy bemühen zu müssen, die ja doch ziemlich teuer ist, größere Nutzlasten Richtung Mars zu bringen. Oder Ähnliches halt. Also für die richtig großen Dinge, wenn man einen Teil von der Rakete wegschmeißt, dafür bringt es echte Vorteile. Also ich glaube, die Frage ist, die Falcon Heavy bringt Vorteile für Raumfahrtunternehmen, weil sie es günstiger machen können. Und das wiederum ermöglicht Raumfahrtunternehmen, bessere Sachen zu machen, wenn man mal ganz idealistisch ist. Genau. Langfristig, wie gesagt, wird es viel bringen. Einfach schon, weil es mehr Optionen bringt. Wie gesagt, man kann jetzt halt schwerere Dinge für weniger Geld da hochbringen und für viele heißt das, man kann überhaupt erstmal damit planen, schwerere Dinge hochzubringen, weil es schlichtweg nicht leistbar war davor. Ich meine, Delta IV Heavy kostet, hat de facto immer 450 Millionen Dollar gekostet zuletzt. Der Tory Bruno beharrt aber darauf, dass es nur noch 350 Millionen sind. Keine Ahnung wieso. Aber ist immer noch ein Haufen Geld im Vergleich zu den 90 Millionen für eine Falcon Heavy. Naja, es sind ja keine 90 Millionen, es sind 150 Millionen, wenn man sie, wenn man nichts wiederverwendet. Ah, okay, also wenn man gar nichts, aber genau. Ist ja schon. Ja, und damit muss man es ja vergleichen, ne? Also okay, ja gut, Falcon also eine Expendable Falcon Heavy ist aber 150 Millionen zu 350 Millionen. Ist halt, und mehr Nutzlast, ne? Ja. Ist halt schon böse. Ja, ja. Ja, also, warte, der Falk hatte eine ganze Liste, ich hatte das jetzt hier auch. Ja, ja, no. Ja, ja. Ja, also. So, dann war das wirklich ein Tesla Roadster? Ja, das war wirklich ein Tesla Roadster, ein echter, und zwar der von Elon Musk. Das war nicht nur die Nein, Karosserie. Das Ding war nicht ausreichend sterilisiert, aber das wird jetzt in den nächsten, wer weiß wie vielen Jahren, ausreichend sterilisiert werden, nämlich im Weltall. Ja. Das Ding fliegt auch nicht zum Mars, deswegen kann das nicht auszusehen, das Leben auf den Mars tragen, weil es fliegt halt bloß in einer komischen Umlaufbahn, wo das Ding jetzt auf alle absehbare Zeit mit nichts kollidieren wird. Mhm.
alle absehbare Zeit ist natürlich ein sehr relativer Begriff, weil ist nicht weit. Es gibt keine mathematische Möglichkeit, um Umlaufbahnen komplett sicher Fourier zu berechnen. Vielleicht trifft es irgendwann auf den zweiten Oumuamua und wird dann aus dem Sonnensystem rausgeschossen. Irgendwo was, ja. Aber wie gesagt, das wird nicht passieren, weil es ist einfach nicht auf einer entsprechenden Umlaufbahn. Und in der Zeit wird das Ding sterilisiert werden. Da oben ist jede Menge Strahlung. Also, es ist Vakuum. Und selbst wenn es irgendwann mal in Richtung Mars kommen könnte, es wird ganz gut getrostet und dann beim Aufprall auch nochmal sehr stark erhitzt. Also, das wird sehr viel besser sterilisiert, wenn sein muss, als man das hier jemals auf der Erde tun könnte. Mhm. Bei der vierten Frage von Falk kann ich gleich nochmal ein anderes Thema vorziehen, nämlich was ist bei der Bahnkorrektur alles schiefgelaufen? Also die erste Stufe ist nicht gelandet, das hatten wir die mittlere Stufe ist nicht gelandet, genau. Das hatten wir besprochen, weil die Zündflüssigkeit für das Triebwerk ausgegangen war. Genau. Und sie dann mit 300. Es wird ein bisschen spekuliert, warum das so war. So ganz ist man nicht zu einer, zu einer endgültigen Lösung ist man da noch nicht gekommen. Da gibt es noch keine offiziellen Aussagen von SpaceX. Ja. Weil im Prinzip gibt es dafür keinen Grund. Ja, im Prinzip ist das jetzt nicht, ist es kein Raketenwissenschaftler. Vielleicht haben sie da irgendwas getestet. Ja, keine Ahnung. Also es gibt keinen Grund, warum das ausgehen sollte. Keine Ahnung. Jedenfalls, die meinen, die Lösung ist offensichtlich und es ist halt auch kein zu großer Verlust, weil die Technik sollte sowieso nicht wiederverwendet werden. Ja, das war ja im Grunde ein Oldtimer. Bei der Bahn des Roadsters, wollte ich später noch drüber reden, aber das können wir genauso gut jetzt machen. Genau. Also es hieß ja erst von Elon Musk, Stufe hat besser funktioniert als gedacht und wir fliegen jetzt sogar über den Mars hinaus in den Asteroidengürtel hinein. Das stimmt ja. Also der letzte Teil, das mit dem Asteroidengürtel, das stimmt nicht. Aber ja, sie hat etwas mehr geleistet, als man wollte. Genau. Und dann, hat sich es nämlich ist auch über die Marsbahn hinaus, aber halt nicht so viel, wie Elon Musk genau. Das mal gesagt hat. Dann hat sich nämlich Jonathan McDowell vom Jet Propulsion Laboratory zu Wort gemeldet, weil die haben deswegen sagt auch jeder nur JPL. Genau, deswegen sagt nur jeder JPL, weil es ein schweres Wort ist. Die haben nämlich auch die orbitalen Parameter von SpaceX bekommen und hat es nochmal durchgerechnet, gesagt, also so wie das Elon Musk ja vertwittert hat, der hat ja auch ein Bild getwittert, stimmt das nicht ganz und der Roadster kommt dann irgendwann sogar näher an den Mars als vorher geplant. Also fliegt nicht 70 Millionen Kilometer weit weg, sondern ein bisschen näher, aber trotzdem noch sehr weit weg. Irgendwie 40 Millionen, glaube ich. Genau, also ist immer noch guter Abstand, aber näher. Ach so, als nee, die 40 Millionen Kilometer über die Marsbahn hinaus. Ach so. So ungefähr. Also in der Inklination, meinst du? Nö, einfach in der Weite, okay. In der Entfernung von der Sonne aus. Okay, ja, gut. Das sind im Grunde die zwei Sachen, die schiefgelaufen sind. Also was heißt schiefgelaufen? Also man hat das Raketentriebwerk ja einfach getestet und geschaut, was passiert. Man wusste ja, also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh Mist, es ist jetzt in der falschen Orbit, weil es gibt ja beim Roadster jetzt nicht wirklich einen falschen Orbit. Genau. Also es hat einfach anders funktioniert als erwartet, aber es ist nicht wirklich schiefgelaufen. Man hat das Ding einfach bis kein Treibstoff mehr da ist, da war, hat man das laufen lassen. Genau, und wenn man und das dann in. Man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, wie viel Treibstoff da drin ist, weil ja, man hat halt mit Absicht immer noch Reserven drin. Genau. Und die Reserven sind halt, ich vermute mal, bei einer echten Mission hätten die das Triebwerk präziser gezündet. Genau, dann hätten sie es vorher schon abgeschaltet, klar. Ja, aber das mit der ersten Stufe, klar, das ist fehlgeschlagen. Das Interessante ist, dass bei bestimmten Konfigurationen, da reden wir später nochmal drüber, die mittlere Stufe auch geplant expendable ist. Also es gibt eine Konfiguration, wenn die Falcon Heavy so weit rausfliegen soll, dass die Seitbooster auf dem Wasser landen müssen, deswegen wird ja ein zweites Drohnenschiff gebaut, dann ist der mittlere Booster angedacht, dass er also nicht wieder verwendet wird. Also es gibt eine Konfiguration, wo der Booster auch nicht mehr landet, weil er einfach seine Reserven aufbraucht, um die Raketenoberstufe irgendwo hinzuschicken. Genau.
Und erstaunlicherweise, zumindest, ja, es ist auch weitgehend glaubhaft, meinte ja Elon Musk, dass dann die Rakete nur ungefähr 10% der Nutzlast verliert. Vielleicht ein bisschen mehr als 10%, aber was in der Größenordnung halt. Wenn der mittlere Booster landet? Wenn der nicht landet. Ach so. Also wenn nur die Seitenbooster auf den Schiffen landen. Das setzt wahrscheinlich voraus, dass die mit sehr hohen Geschwindigkeiten abgetrennt werden, wo ja SpaceX gerade sehr fleißig am Testen ist. Ja. Mit den Landungen mit 3 Triebwerken und so weiter, das hat ja durchaus alles seinen Grund. Man würde das natürlich sehr gerne mit dem zentralen Booster machen, weil umso schneller der werden kann, umso besser ist es. Deswegen hat man das ja probiert, ist schiefgelaufen, okay. Asche auf mein Haupt, also da ist, das hätte SpaceX wirklich eher kommunizieren können und besser, weil im Prinzip wussten die in dem Moment, als die Kommunikation abriss, irgendwie hatten die sicherlich schon Signale gehabt, okay, das hat nicht geklappt. Aber stattdessen haben sie halt gesagt, Kommunikation ist abgerissen, wir können nicht sagen, was los ist. Obwohl sie wahrscheinlich wussten, dass das Ding weg war. Ja, aber wenn... Ist natürlich nochmal ganz andere. Aber waren die schon mal schneller, wenn ein Booster explodiert ist? Das war doch immer so, dass das ein bisschen gedauert hat. Das war immer so, aber ich glaube, die wussten zu dem Zeitpunkt das schon. Weil man hat ja so die Bilder gesehen, Außenkontrollzentrum und die Reaktion von den beiden Sprechern, von dem Sprecher und der Sprecherin in dem Moment, wo die das gehört haben, sprechen da auch deutlich für sich. Also die wussten schon, was los war. Aber es ist halt das eine zu sagen, wir können noch keine Informationen geben. Und es ist das andere, eine Situation zu haben, in der man absolut keine Informationen hat, aber dann so tut, es läuft alles perfekt. Wie bei der Ariane 5 zuletzt, ne? Das ist schon nochmal eine andere Qualität gewesen. Trotzdem muss man schon sagen, es ist nicht gut, dass SpaceX da nicht einfach direkt gleich sagt, okay, ja, hat nicht geklappt, sorry. Ja, genau. Und die letzte Frage, was sind die möglichen Nachteile der Privatisierung der Raumfahrt? Da habe ich einen Vortrag drüber gehalten, also nicht über die Nachteile der Privatisierung der Raumfahrt, aber in meinem Newspace-Vortrag habe ich am Schluss immer einen Teil drin, was so die Gefahren davon sind. Es kann natürlich immer sein, dass wenn wir jetzt komplett die Raumfahrt privatisieren, dass einfach, jetzt mal so in ganz groben Zügen gesprochen, wir uns so eine Art Raubtierkapitalismus exportieren, den wir vielleicht im Weltraum nicht haben wollen. Sind also Sachen wie der internationale Weltraumvertrag, wo es ja darum geht, dass Nationalstaaten kein Gebiet beanspruchen können, wo ich aber immer noch nicht weiß, dürfen Firmengelände auf dem Mond beanspruchen zum Beispiel. Ich glaube, der Geist dieses Vertrages ist letzten Endes, dass man ja damals gerade die Zeit des, ich weiß nicht, wann genau wurde der verabschiedet? Ich glaube, war in den 60er Jahren, ne? Ja, so etwa, glaube ich, 67. 67, ne? Das war gerade so die Zeit, als praktisch fast alle Kolonien sich für unabhängig erklärt hatten. Ja. Und man dann sicherlich einfach bloß ein Zeichen gegen einen Imperialismus im Weltraum setzen wollte. Und sicherlich da der Hintergrund zu sehen ist. Ja. Es gibt auch eine ganz interessante Raumzeitfolge, die aktuell erschienen ist, zum Weltraumrecht von einem, es gibt tatsächlich einen Professor, einen Juristenprofessor für Weltraumrecht, den Tim interviewt hat, und der hat das ganz gut erklärt, die Folge kann man sich anhören, die dauert auch nicht lange, wo er meinte, es gibt immer noch kein Nutzungsrecht für den Weltraum. Also es gibt zwar dieses, was man nicht darf, aber es gibt kein Nutzungsrecht, was sagt, okay, wenn eine Firma... Es gibt kein positives Recht. Genau, es gibt kein, genau, da hast du recht. Und auch dieser International Space Treaty ist nur sehr grob gehalten. Es ist zwar schon eindeutig, was Nationalstaaten angeht, aber bei allem anderen hält er sich halt zurück, und das macht halt das internationale Weltraumrecht sehr schwierig und sehr, sehr vage, und ist natürlich auch die Sache, was passiert, wenn das einfach mal machen. Also es gibt ja keine Weltraumpolizei, die dort einfach mal hinkommen könnte.
Jo. Können natürlich sagen, irgendwie man enteignet die Firma auf der Erde, aber wie lange ist das noch, also ab wann macht das, also ich denke mal in den nächsten, jetzt wirklich grobe Zeiträume, 100, 200 Jahren, vielleicht bringt das da einfach gar nichts mehr, wenn man eine Firma auf der Erde enteignet wegen solchen Sachen oder zerschlägt oder einfach verklagt. Und wenn man sich die USA anschaut und deren Umgang mit Einhaltung von Rechten von Firmen, dann habe ich da keine große Hoffnung, dass sich da der Rechtsstaat gegen ein großes Unternehmen durchsetzen kann. Also wenn Sie anschaut, was die Autoindustrie alles in den USA für Sachen anstellt, oder man muss dann gar nicht so weit schauen, was die Autoindustrie in Deutschland für Sachen anstellt, am Rechtsstaat vorbei. Ja, umgekehrt werden trotzdem immer noch jede Menge Firmen von staatlichen Institutionen verklagt. Ich glaube, die größten Probleme sind dort wirklich, dass der Weltraum doch sehr, sehr viele militärische Interessen und Nutzungsmöglichkeiten hat. Und ich glaube, das ist so das wesentliche Problem an der ganzen Sache, weil das Militär will sich natürlich auch nicht einschränken lassen. Ja. Ah, das ist eine gute Überleitung. Also beenden wir mal die Hoaxilla-Kommentarlesung. Ja, also jedenfalls vielen Dank für die Kommentare auch dort. Hat auch vielen Dank auch an die Hoaxillas, hat Spaß gemacht. Und wer sich das noch anhören will, wir packen irgendwie einen Link rein. Ne? Ja, ja, klar. Ich packe einen Link in die Shownotes. Genau, du packst einen Link in die Shownotes und ich gehe mal zum nächsten Thema über, weil jetzt machen wir mal ein bisschen Politik. Schön hier Gesetze und so, dass ich weiß, dass ihr das mögt, ja, wenn ich so richtig trocken über Politik rede. Und es hat sich ja zum zweiten Mal das National Space Council getroffen, also der Nationale Weltraumrat der USA. Das ist eine Institution, die es früher mal gab, aber jetzt unter Trump neu eingerichtet wurde, wird geleitet vom Vizepräsidenten der USA, Mike Pence. Das ist ja ein sehr sympathischer Mensch, wie wir mittlerweile wissen. Und ja, die haben sich getroffen für, glaube ich, 2 Stunden. Und ja, es ging halt viel solche Verwaltungsfragen. Und was interessant ist, dass unter, ich glaube, Nixon, also in den 70er Jahren, gab es ein Office of Space Commerce, also ein Büro für Weltraumkommerzialisierung, was also diese ganzen Fragen von kommerzieller Nutzung des Weltraumes geklärt hat. Das wurde dann irgendwann aufgeteilt. Teile wurden an die National Oceanic and Aero, diese NOAA, was ist dafür die Abkürzung? Ja, klang gut schon mal. National Oceanic and Atmospheric Administration, die vor allem diese ganzen Lizenzen für Erdbeobachtungssatelliten vergibt. Und solche Sachen. Und das soll jetzt wieder gestreamlined werden. Also es ging ganz viel darum, dass man den ganzen Prozess von Kommerzialisierung der Raumfahrt vereinheitlicht, sodass es einfach vor, also sozusagen, wenn man sich das vorstellt, ja, zurzeit ist es sehr kompliziert, irgendwas Kommerzielles genehmigen zu lassen von der Regierung. Und man will es einfach so einrichten, dass es sowas, so eine Art Formblatt gibt. Also, dass man sagt, okay, hier, sie wollen einen Satelliten starten, sie wollen eine Frequenz kaufen für Raumfahrt, hier ist Passierschein A38, füllen Sie den mal aus. Und das soll alles vereinfacht werden. Also Teil dieser was ja auch sinnvoll ist, weil irgendwann haben die Behörden das ja nun auch schon ein paar Mal durch. Die wissen so ungefähr, was die Probleme sind, was sie an Fragen stellen müssen, und dann kann man das auch irgendwann mal formalisieren. Und es gibt ja jetzt immer mehr Möglichkeiten, Satelliten zu bauen und die zu starten, gerade mit CubeSats und so weiter und so weiter. Und na, dann lohnt sich es irgendwann mal, da einen Passierschein A38 zu haben. Genau. Teil dieser Vereinfachung soll auch, dass das Department of Defense, also das Verteidigungsministerium, Rechte verliert, weil die können zurzeit noch sehr einfach ein Veto einlegen, wenn jemand eine Remote Sensing Satellite Lizenz kaufen will, also eine Lizenz für einen Satelliten, der die Erde beobachtet. Der hat zurzeit das DoD sehr große Berechtigungen, das einfach zu sagen, nö, vergeben wir nicht, weil geheim. Und diese Privilegien soll das DoD nach und nach verlieren. Die haben auch das Recht, den Firmen dann zu sagen, okay, diese und diese Ecken bitte nicht irgendwie fotografieren.
Genau. Also das habe ich damals hier bei diesem Planet Labs Interview, was ich dort gemacht hatte, dann erfahren. Also da gibt es durchaus klare Regeln. Okay, das und das bitte nicht. Natürlich irgendwie bei Nordkorea, da kann man machen, was man will. Nordkorea fotografieren, aber die Fotos bitte zuerst an uns. Oder so. Keine Ahnung, wie genau, aber so ähnlich wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich könnt ihr auch denen sagen, hier, wir hätten gerne mal. Ja. Ja. Und unter Obama wurde ja schon ITAR gelockert, also das Exportverbot für militärische Technologie, was ja dann auch weite Teile der Raumfahrt umfasst. Das wurde ja unter Obama schon gelockert und es soll jetzt nochmal ein Policy Review dieses ITAR geben bis zum 1. Januar 2019. Also wir können 2019 erwarten, dass dieses Exportverbot beziehungsweise auch Verbot, dass ausländische Personen zum Beispiel bei SpaceX arbeiten dürfen, dass das gelockert wird. Also kam irgendwann die Frage, warum SpaceX so wenig oder keine ausländischen Mitarbeiter beschäftigt, weil es gibt ja auch sehr viele schlaue Raumfahrtingenieure und Ingenieurinnen außerhalb der USA. Und dann meinten sie, ja, das können sie halt nicht wegen ITAR. Und wahrscheinlich werden solche Sachen dann 2019 auch gelockert werden. Und dann war ein ganz großer Punkt von diesem zweiten Treffen des National Space Council China. China ist also das große Ding, wo alle Angst vor haben, jedenfalls die konservativen Amerikaner. Es gab ja diese Rede von dem Bigelow-Typen, wie heißt der nochmal? Bigelow, Robert Bigelow. Ach, ja stimmt, Firma, das ist aber benannt. Der vor China gewarnt hat als nächste Raumfahrtmacht. Trump ist ja auch, reitet ja auch ganz gern auf China rum. Man ist ja ganz schnell umgeschwenkt bei den Feindbildern von Russland auf China, ne? Mhm. Wir waren immer im Krieg mit Ostasien oder nee, wie war das? Also es ist schon sehr interessant, dass hier die große Galionsfigur, wer ist nach China gegangen? Nixon, oder? Wer hat China geöffnet? Ja, Nixon. Das war Nixon. Also die große Galionsfigur. Da gibt es ja eine Oper zu. Echt? Nixon in China? Genau, ja. Nee, ich glaube, die heißt sogar Nixon in China. Okay. Eine Oper oder ein Musical? Eine Oper. Aha. Nixon in China Opera. Ja, verlinkt das von mal. John Adams. John Adams. Gibt es auf YouTube zu sehen. Ja, und da haben sie jetzt zwei sozusagen Zeugen oder Witnesses gehört. Einmal Dean Cheng, das ist ein China-Experte, der hat gesagt, also chinesische Raumfahrt ist immer militärisch und sollte immer als Bedrohung gesehen werden und auch kommerzielle Unternehmen, also diese ganze New Space-Bewegung in China, das sind ja im Grunde ist alles nur Marionetten der Zentralregierung und das sollte alles als Bedrohung gesehen werden. Und sozusagen als Gegenzeuge war dann Jeff Manber da, der CEO von NanoRex, also der diese ganzen Moduleinheiten baut für die ISS. Also diese Firma hatten wir ja beim Papel-Interview auch angesprochen, wer sich dran erinnert. Und der meinte, es wäre doch ganz gut, wenn man China auch als Marktplatz erschließen dürfte, als Weltraumfirma. Und man muss da doch auch kooperieren dürfen mit der New Space-Szene in China. Und er findet das schade, dass das noch nicht geht. Also das ist eine ganz große Streitfrage, wie man mit China umgehen soll, weil... Was sicherlich stimmt, ist, dass man in China mit der Raumfahrt ohne militärische Verbindungen, Genehmigungen und so weiter absolut nichts machen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr viel von der Technik ist auch direkt abgeleitet, teilweise auch übernommen vom Militär. Also da sind schon ernsthafte Verbindungen. Aber bei der USA doch genauso. Grundsätzlich zu sagen, grundsätzlich zu sagen, das ist irgendwie alles nur Militär, ist allerdings auch ein bisschen übertrieben. Umgekehrt, man kann hier zu Avio gehen, die Vega-Rakete herstellen zum Beispiel. Und verdammt, wo habe ich die Seite jetzt gerade? Ich habe sie nicht mehr offen. Da habe ich sie offen. Da hat man dann unten die Bereiche About Us. Dann hat man Vega, Vega C, Vega E. Dann hat man Ariane, Ariane 5, Ariane 6. Und dann hat man Tactica. Aster 30 und CAM ER. Naja, und da kann man sich dann vorstellen, was unter Tactical alles drunter ist, ne? Mhm. Ist ja genau wie bei okay, gut, Orbital bei ATK, die dann auch sagen, ja, wir bauen hier die Antares-Rakete und Kleinkaliber-Munition. und alles mögliche andere noch dazu. Und wenn jetzt Northrop Grumman den ganzen Laden aufkauft, naja, dann alles bis zum Bomber und alles.
Ja. Genau, also das war so das große Thema des National Space Council. Allgemein war man doch unter den Raumfahrt-Twitterern eher unzufrieden, was da passiert ist. Der Chris vom NASA Space Flight Forum meinte, das sind 2 Stunden, die ich nie wieder bekomme. Es war anscheinend sehr viel, also es war auch sehr viel, dass irgendwie die ganzen Leute irgendwie über die Falcon Heavy geschwärmt haben und Mike Pence auf China rumgetreten hat, und es muss nicht so geil gewesen sein. Also was ich hier zusammengefasst habe, war so wirklich die Essenz von dem, was produktiv da eigentlich rumkam. Ja. Dann ja, wie gesagt, Falcon Heavy kann man viel von schwärmen, aber ist jetzt erstmal noch nicht, ist noch nicht ganz das ganz große Ding, das muss erst noch kommen. Wird ja dran gearbeitet. Genau, wie heißt es? Interplanetary, nee, Big Falcon Rocket ist doch jetzt der Codename. BFR. Achso, naja, das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber. Oder was meinst du mit ganz groß? Naja, dass die regulär fliegt. Ach so, sich etabliert. Jederzeit benutzt werden kann und sich etabliert. Ja. Wenn man sich dann so die Konkurrenz anschaut, muss man schon sagen, ach Leute, ich hatte ja jetzt diesen kleinen Streit mit dem CEO hier, mit Tory Bruno gehabt. Also Streit, naja, er hat mal einen Tweet zurückgeschrieben. Oder wer auch immer den Twitter-Account von ihm betreut, was er ja sicherlich nicht selber ist, hat mal zurückgeschrieben was. Bist du dir sicher, dass es er nicht selber ist? Ich bin mir nicht sicher, nein, aber es ist wahrscheinlich. Er hätte dann nicht irgendwie so mit Kürzel und also, ja, es gibt viele Leute, die da einfach bloß so einen Ghostwriter sozusagen dahinter stehen haben. Ja, das könnte natürlich schon sein. Müssten wir interviewen und ihn dann direkt danach fragen. Ja, nee, es ging ja darum, dass die Falcon Heavy halt, das Ding existiert jetzt schon, ne? Und du hörst sowohl von der ULA als auch von Ariane Space, aber wir kommen doch jetzt auch, und die Ariane 6, die wird ja viel billiger als die Ariane 5, und die ist dann mit der wiederverwendbaren Falcon-Rakete so ungefähr vergleichbar von den Preisen her. Zumindest was zurzeit angegeben wird, ne? 90 Millionen US-Dollar für 8 Tonnen Nutzlast, voll wiederverwendbar. Aber der Unterschied ist halt, die Falcon Heavy kann das jetzt sofort, muss man nur bestellen. Und die Ariane 6, die soll das irgendwann Anfang, Mitte der 20er Jahre mal können. Das sind noch ein paar Jahre hin, also in 5 Jahren oder so sollte das können und nicht schon jetzt. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied. Und von der Vulkan-Rakete brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also die kommt in die Bereiche von der Falcon Heavy wirklich nur mit dieser ACES-Oberstufe. Und die ist ja zurzeit noch komplett ohne jede Entwicklung. Also die haben ja auch gesagt, ACES kommt erst irgendwann, wenn es halt entwickelt ist. Zwischendurch wird eine etwas vergrößerte Centaur-Stufe gebaut und mir halt nicht. Ja, nicht so gut. Also, nee, nicht, also wie gesagt, die Argumentation ist doch schon etwas verzweifelt, weil, kommt halt alles erst sehr viel später. Die sind alle ein paar Jahre hinterher, und in der Raumfahrt war das lange Zeit kein Problem. Also wenn du irgendwie 5 Jahre hinter der Musik warst, 10 Jahre hinter der Musik, kein Problem, weil hat sich ja eh nichts verändert. Nur jetzt so in diesen Jahren, wo sie endlich mal wieder was tut, da sind 5 Jahre oder 10 Jahre, entscheidet dann halt darüber, hast du jetzt dann noch einen Markt übrig, wo du dann noch Leuten was verkaufen kannst oder nicht. Und das wird halt langsam immer dünner. Auch wenn die Auftragsbücher natürlich immer noch voll sind. Es wird halt schwierig. Ja. Gehen wir mal weiter zur ISS. Weil in der gleichen Woche, in der das National Space Council war auch, hat Trump ein Gesetz unterschrieben, was die NASA anweist, zum Mond zurückzukehren. Ich weiß nicht ganz genau, was das bringen sollte. Gleichzeitig wurde auch das NASA-Budget vorgestellt, was wie erwartet viele, viele Einsparungen beinhaltet. Aber was dann auch von Trump noch gesagt wurde, ist, dass von der Trump-Regierung, dass sie will, dass sie plant, die ISS über 2025 hinaus nicht mehr zu finanzieren, sondern eine kommerzielle Nutzung der ISS in den Mitte 2020er Jahren anzustreben.
was dann viele Leute aufgescheucht hat, so mit was, die USA will die ISS nicht mehr finanzieren, viel Panik, aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, weil über 2028 hinaus plant eh niemand, also selbst Leute, die die ISS ganz toll finden, plant eh niemand, die ISS weiter zu betreiben, weil dann ist das Teil schon mehr als 30 Jahre alt oder die ältesten Teile sind dann schon über 30 Jahre alt und da muss man einfach schauen, wie strukturell integer das ganze Gerüst noch ist. Und ja, es ist halt die Frage, ob dann nochmal eine Verlängerung kommt oder nicht. Also über 2028? Die Verlängerung über 2024 war ja, man ist ja immer davon ausgegangen, die wird schon kommen, aber es war halt erstmal eine Verlängerung. Also der Plan war ja wirklich so, okay, wird betrieben bis 2024 und dann schauen wir mal. Genau. Und das wäre. Schauen wir mal, sieht jetzt halt ungefähr genau so aus. Genau, also es werden jetzt sozusagen eine Kürzung der ISS-Betriebszeit um 3 Jahre. Und dann meinte Trump, ja, dann können wir das ja kommen. Nee, nicht. Oder was? Eine Verlängerung nur um 1 Jahr anstatt von 4 Jahren. Ja, genau. Also, ja, also so in etwa. Also, ja. Lass mich mal das kurz zusammenfassen. So rein formell meine ich jetzt. Ja, also, sorry, ich bin ja. Bis 2028 Maximum, danach plant niemand die ISS weiter zu betreiben, weil sie dann einfach alt ist. Die USA will das jetzt maximal bis 2025 finanzieren. Und dann meinte man so, ja, dann könnte man das ja kommerziell nutzen lassen und mit dem Geld, was man dadurch einnimmt, eine Mondbasis finanzieren. Jetzt ist das Problem, die ISS ist ja nicht nur von den USA betrieben, sondern wird ja auch von Russland, der Europäischen Raumfahrtagentur, Kanada und Japan finanziert und betrieben. Und die USA ist sozusagen verantwortlich für die ganze Energie, also die an deren Module hängen halt die Sonnenkollektoren und die überwachen halt die Energieproduktion. Im Gegenzug kümmert sich Russland um den Antrieb, also die haben die ganzen Antriebssysteme der ISS an ihren Modulen und befüllen die, betanken die auch regelmäßig über diese Progress-Transporter. Also die haben nicht nur Verpflegung für die Astronauten, sondern auch Treibstoff für den Antrieb der ISS, damit die halt im Orbit bleibt, weil die ja sonst immer ein bisschen abfällt. Und wenn sich jetzt ein Land aus der ISS zurückzieht, dann bekommt man ein Problem, weil da kann man die ganze ISS nicht betreiben. Und wenn jetzt die USA sagt, ja, bis 2025 wollen wir da einen kommerziellen Übergang haben, aber Russland da nicht mitspielt, dann nutzt einem die ganze ISS nichts, weil dann fällt die halt irgendwann aus dem Orbit, weil Russland sich rauszieht, ihre Module abdockt und man keine Antriebssysteme mehr hat. Andersrum, wenn sich die USA rauszieht, hat man keine Energieversorgung mehr. Und deswegen müssen da Russland und die USA zusammenarbeiten, um die ISS bis zu einem bestimmten Datum am Leben zu erhalten. Weil das halt eine sehr komplizierte Sache ist mit, sind ja mehr als ein Kontrollzentrum, was für die ISS verantwortlich ist. Also es gibt halt Houston, die halt für den amerikanischen Teil verantwortlich sind, dann gibt es das Kontrollzentrum in Russland, was für den russischen Teil verantwortlich sind und die operieren ja die ISS gemeinsam. Und wenn da eins sich rauszieht, dann fällt halt das ganze Gerüst auseinander. Also die ISS dazu sind kommen halt, ja noch die dazu kommen noch die Europäer und die Japaner, nicht zu vergessen. Ja, aber das sind halt so die wichtigen Systeme, Antrieb und ja. Energie. Und deswegen kann es nicht einfach die USA alleine entscheiden, wie die ISS genutzt wird, weil das halt, also wenn man die ISS aufteilt, sind das nicht untereinander unabhängige Raumstationen, sondern das ist eine große Raumstation, wo jedes Modul eine Aufgabe erfüllt und wenn das wegfällt, dann bekommen sie ein Problem. Also gerade wenn Russland oder USA sich zurückziehen. Europa ist mit dem Columbus-Modul ja dabei, was jetzt wissenschaftlich gesehen tragisch wäre, wenn das nicht mehr dabei wäre, aber es ist halt nicht essentiell für den Erhalt der ISS. Ja. Und das ist halt das ganz große Problem, warum eine kommerzielle Nutzung nicht einfach so möglich ist. Ja, was halt Europa früher auch mitgemacht hat, war auch der Treibstofftransport. Ja, genau. Das hat ja ATV. Das ATV mitgemacht. War natürlich auch noch zu Zeiten, als der Space Shuttle geflogen ist und als das alles nötig war, weil das Space Shuttle hatte ja einen so fetten Hintern, dass es nicht in einen höheren Orbit richtig reinkam. Und deswegen flog ja die ISS in so einem niedrigen Orbit bei 300 und paar zerquetschten Kilometern und fiel entsprechend sehr viel schneller aus dem Orbit nach unten, als das heutzutage der Fall ist, weil man gesagt hat, okay, wir heben die auf 400 Kilometer an und seitdem ist der Treibstoffbedarf doch erheblich niedriger. Ja.
Ja, also das ist die Sache. Also einerseits sollte man jetzt nicht in Panik verfallen, weil das wären maximal 3 Jahre, die da von der Lebenszeit der ISS weggenommen werden. Auf der anderen Seite ist einfach so eine kommerzielle Übertragung der ISS nicht so einfach. Man kann sich natürlich vorstellen, dass unter der Führung der NASA dort kommerzielle Raumfahrtunternehmen Dinge machen können, also dass Bigelow ein größeres Modul an die ISS randockt oder dass man einfach auch Astronautenzeit kommerziell verkauft, aber dass die NASA sich komplett aus der Finanzierung und dem Betrieb der ISS rauszieht und dass die ISS dann noch weiter existiert, das ist zurzeit noch völlig utopisch. Ja, ja, man wird auch sehen, also die, also Donald Trump wurde ja 2016 gewählt. Die obligatorische zweite Amtszeit endet 2024. Man hofft so ein bisschen, dass es dazu nicht kommt. Aber das haben wir damals auch bei Bush gehofft. Und ja, jetzt muss man schauen, wie es dann aussieht. Ne? Das wäre genau zum Ende der, also wenn dann der nächste Präsident vereidigt ist und bis der irgendwas auf die Reihe kriegt, das wäre genau zum Ende der jetzt geplanten ISS, also 2025. Genau, da kann natürlich der Präsident dann auch schon ankündigen, ja, wir wollen, dass die internationale Raumstation weiter betrieben wird, und dann kann er das sicherlich irgendwie auch durchsetzen. Genau, aber zurzeit sieht es nicht so aus. Zurzeit sieht es in den USA insgesamt nicht schön aus. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Wir hoffen einfach mal, dass bis 2025 das Deep Space Gateway in irgendeiner Form schon existiert. Es ist noch ein bisschen hin. Also sind jetzt noch 7 Jahre. Tja. Aber ist auch nicht, also wenn man sich anschaut, wie stark verzögert das SLS ist, vor 2020 wird da auch nichts passieren. Ja, hier von der ULA, die Vulkan ist auch verzögert auf irgendwann Mitte 2020, heißt es jetzt. Also vor 2020 wird am Deep Space Gate weg gar nichts passieren. Nicht, weiß gar nicht, wann die Vulkan-Rakete erstmal angekündigt wurde. Ich glaube, 2019 war es auf jeden Fall. Jetzt ist es auf jeden Fall 2020. Naja, apropos Bigelow, Raumstation und so, die haben jetzt eine Firma ausgegründet, die nennt sich, ich finde den Namen nicht, doch Bigelow Space Operations. Keine große Sache an sich, im Prinzip ist das bloß so eine, ja, Space Operations, ne? Also das sind nicht die bauen, sondern was jetzt gerade die Aufgabe der Firma ist, ist zu schauen, ob man irgendwie Geld damit machen kann, dass Bigelow halt so Raumstationen baut. Und die haben jetzt gesagt, okay, dieses Jahr werden wir schauen, ob wir irgendwie da ein Business Case draus machen können. Und wenn wir keinen Weg finden, damit Geld zu machen, dann werden die 2 Module, die wir gebaut haben, so lange am Boden rumsitzen, bis sie dann irgendwann mal gestartet werden. Aber an sich werden wir uns dann aus dem Geschäft zurückziehen. So ungefähr. Mhm. Aber die sind ernsthaft dabei zu suchen, dass sie irgendwie ein Geschäft draus machen können. Also wie gesagt, das ist halt jetzt Sinn und Zweck der Firma, ne? Irgendwie da ein Geschäft draus zu machen. Ja. Wenn es klappt, klappt's. Und wenn nicht, nicht. Die Technik ist mehr oder weniger ja da. Die sagen ja schon oder behaupten zumindest seit längerer Zeit, dass diese B-330 mehr oder weniger flugbereit am Boden stehen. Oder auch nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, wie man diesen Aussagen trauen kann, weil also Robert Bigelow, ich irgendwie so persönlich schätze ich den ein wie einen schmierigen Gebrauchtwagenhändler von der Seriosität her. Tut mir leid. Es ist einfach so mein persönlicher Eindruck. Wenn der falsch ist, dann ist er falsch. Haben jedenfalls schon Technik auf jeden Fall demonstriert. Also ich meine, haben jetzt seit längerer Zeit 2 Testmodule schon im Orbit gehabt. Dann natürlich wie auch immer das Ding jetzt hieß, das an der ISS ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das Beam-Modul. Ja, also die Technik haben sie auf jeden Fall. Also das ist jetzt keine völlig windige Firma. Ich bin mir halt nur nicht sicher, wie vertrauenswürdig die einzelnen Aussagen sind, weil wenig, was man nachprüfen kann.
Ja, also das wäre genau diese Idee, die man vielleicht, tatsächlich realisierbar wäre, dass so ein B330 an die ISS angedockt wird und der Teil kommerziell genutzt wird und dadurch irgendwie Geld auch wieder eingespielt wird in der NASA. Entweder das oder dass Bigelow halt sagt, ja, wir betreiben unsere eigene, das ist komplett unabhängige Raumstation und machen da was. Wenn ich mir die so anschaue, werden die deutlich weniger Strom zur Verfügung haben. Ja gut, aber es ist auch nicht so eine große Raumstation. Naja, jedes Modul hat 330 Kubikmeter Innenvolumen. Das ist ein Drittel von der ISS. Wenn die zwei davon zusammenpacken, dann sind es schon zwei Drittel von der ISS und die werden nicht im Ansatz so viel Strom haben. Ja gut, ist eine Frage, was man dranpackt an die 330 Dinger. Was man dranpackt und was man drin machen will. Genau. Also mit Lasern wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, also die werden da nichts Großes machen können. Aber ja, wird man sehen. Ja, das ist halt so eine Meldung, die ist mir irgendwann mal zwischendurch dazwischen gekommen, habe ich aber nicht viel dazu sagen und schreiben können. Ja, dafür gibt es den Podcast. Ja, genau. Was wollen wir denn als nächstes machen? Willst du ein bisschen über europäische Raumfahrt reden mit Jan Werner? Ja, können wir machen. Jan Werner, also das ist eigentlich, also in letzter Zeit, nach dem Start der Falcon Heavy, ging es doch wirklich sehr viel darum, weil, also es hat seine Schleifspuren in der Community hinterlassen, ne? In der Raumfahrt allgemein. Und Jan Werner hat sich dann auch mal zu Wort gemeldet. Hätte man eigentlich schon vorhin drauf eingehen können, aber egal. Und hat halt im Wesentlichen geschrieben, ja, die Ariane 6 Rakete wird kommen, war auch die richtige Entscheidung, eine Ariane 6 zu bauen, weil damit irgendwie die europäische Raumfahrt überhaupt noch irgendwie relevant ist. Aber in Zukunft muss jetzt in Europa irgendwas Ernsthaftes passieren, weil so geht's nicht weiter. Im Prinzip war das die Aussage, ne? Also, weil irgendwann wird dann die europäische Raumfahrt definitiv zu teuer und nicht innovativ und im Prinzip wäre man dann weg vom Fenster. Und wenn man irgendwie mehr Ambitionen hat, als zu sagen, ja, wir stellen den Zugang zum Weltraum für Europa sicher und sonst nichts. Ja, okay, dafür reicht die Ariane 6, aber wenn man mehr will, dann muss jetzt echt was passieren. Dann muss jetzt echt mal irgendwie innovativ was passieren. Und kurz danach kam dann auch noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Die ESA hat das FLPP-Programm, das ist ein langfristiges Ding, das Future Launchers Preparatory Program oder irgend sowas. Also Vorbereitungsprogramm für zukünftige Startvehikel. Wurde von der ESA praktisch ins Leben gerufen, um halt neue Technologien. Also ich glaube, da kommt auch das Prometheus-Triebwerk und Ähnliches mit raus. Und was die haben wollen, sind Raketen, die kleine Satelliten schnell ins Weltall bringen können. Mehr oder weniger. Und da hat man jetzt Modellstudien vorgestellt und will fünf unterschiedliche Ansätze verfolgen. In verschiedenen Entwicklungsstadien von verschiedenen Firmen. Darunter sind dann sowas wie Zero to Infinity, von denen wir schon öfters mal gesprochen haben. Das sind die mit dem Blue Star, also der Rakete, die mit dem Ballon in die Stratosphäre gebracht wird und von dort aus fliegen soll. Und Avio hat was gebracht, deswegen hatte ich die Avio-Seite vorhin offen. Die wollen praktisch die oberen Stufen von der Vega-Rakete nehmen und die unteren weglassen und damit halt eine kleinere Rakete bauen. Das ist so ziemlich das ist definitiv das seriöseste Angebot. Das ist etwas, wo ich sagen würde, okay, wenn die sich dahinter klemmen und das bauen, das kommt auf jeden Fall. Also, weil, ja, die haben das ist halt eine fliegende Rakete, mehr oder weniger, man lässt halt bloß die unteren Stufen weg. Und dann gibt's viele kleinere Startups, PLD Space, von denen habe ich schon öfters mal was gehört. Die entwickeln schon seit geraumer Zeit eine kleine
ja, betriebene Rakete. Ungefähr so auf dem Niveau von der Elektron-Rakete, von der Leistung her. Gibt es jetzt auch schon seit einer Weile die Firma. Ich habe keine Ahnung. Also man hört von denen immer mal wieder was, aber und man sieht so Triebwerkstests und Ähnliches. Aber ich weiß halt nicht, wie weit die in der Entwicklung sind. Also man hört, ja, es ist immer etwas schwierig, etwas intransparent, gerade in Europa. Dann sind so Dinge dabei, von denen hat man noch nie was gehört und manche, nach denen sich noch nicht mal googeln lässt. Also die Ariane Group, die auch die Ariane 5 und Vega so entwickelt haben, die haben scheinbar eine dreistufige Rakete entwickelt oder wollen entwickeln mit dem Namen QETS, Quick Access to Space. Das winzige Problem daran ist, man findet unter dem Namen Quick Access to Space absolut nichts. Und unter QETS, also diese Abkürzung für die Rakete, findet man auch nichts. Im Wesentlichen deshalb, weil das Ad von irgendwelchen Internetsuchmaschinen komplett ignoriert wird. So heißen, man kann nach dem Namen nicht suchen. Das ist so, okay. SEO-Optimierung bei der ESA. Ja, was soll man sagen? Also irgendwie sagen sie, ein hybrides Antriebssystem mit Wasserstoffperoxid. Ja, okay, schön. Drei Stufen, Startmasse 23 Tonnen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung. So, dann gibt es offensichtlich was von MTA. Bei MTA, also MT Aerospace aus Deutschland, also eine deutsche Rakete gibt es wohl, findet man im Internet nichts dazu. Also irgendwie scheint ein Projekt zu existieren, aber mir auch nicht. Also irgendwie ist von der ESA, die ESA hat ja auch wirklich bloß eine ganz knappe Meldung rausgehauen und dann irgendwelche Links, ne, MT Aerospace, related Links, ne, dann MT Aerospace. Und dann kommt man von dort aus zur Firmenseite von MT Aerospace. Aha. Sehr hilfreich. Findest dort nichts. Ja. Und das sind jetzt alles Projekte unter diesem Future Launcher Program? Preparatory Program. Genau. Ja, also halt für kleine Satelliten. Also dieses FPLPP hat verschiedene Programme und das ist halt eins davon. Und dann gibt es noch. Bekommen die dann Geld von der ESA oder was beinhaltet die? Ja, die bekommen, so wie ich das verstanden habe, bekommen die ein kleines bisschen Geld dafür und sollen halt beweisen, dass sie irgendwie. Also ein kleines bisschen Geld für die Entwicklung. Aber eigentlich heißt es without public funding. Aber ich kann mich erinnern, dass zwischendurch auch öfters mal Geld so von der ESA und Ähnliches dafür geflossen ist. Also ist alles etwas sehr merkwürdig. Also was tut das Programm denn, wenn die da kein Geld bekommen? Naja, sie werden halt unterstützt bei der Entwicklung und letztendlich wird denen damit zugesichert, dass sie am Ende einen Markt haben. Also dass sie irgendwie ihr Angebot verkaufen können, ihre Rakete. Okay. Und die ESA ist jetzt halt irgendwie auf der Suche nach innovativen Firmen, die irgendwie Raketen bauen können, damit man in Europa irgendwie die Raumfahrt fördert. So ungefähr kann ich mir das nur vorstellen. Naja, dann gibt es noch eine kleine, die nennt sich WARR, klingt schon nach War, etwas ungünstig, aber das ist auch was Deutsches. Das ist Design Deutsch. Deutsch. Die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt in München. Die will eine kleine Rakete entwickeln, die 5 Tonnen wiegt. Also müssen wir uns mal mit denen irgendwie auseinandersetzen. Diese wissenschaftliche Arbeitsgruppe, die hat auch irgendwie Hyperloop gemacht und Ähnliches. Weltraumaufzug. Also die haben schon so Zeugs gemacht. Es erinnert mich ein bisschen an, wir gucken mal, was SpaceX macht und das machen wir dann auch. Ein bisschen. Das aktuelle Projekt nennt sich Cryosphere.
Ah, das ist eine Hybridrakete und das, ja, okay, das scheint die zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die nennen ihre Raketen alle identisch und irgendwie so richtig hat sich bei der ESA niemand dazu geäußert, wie die ganz konkrete Rakete heißt, die dann getestet werden soll. Ja, man muss sich mal mit denen unterhalten, schätze ich mal. Mhm. Ja, also wie gesagt, es ist alles nicht so auf dem Niveau, das man so aus der USA kennt. Also da sieht man dann, da wird dann von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das folgende entwickeln, das sieht so und so aus, wir haben die folgenden Triebwerke, die haben dann auch schon Bezeichnungen und wir testen die gerade da und da und das soll da rauskommen. Und das ist alles immer hier etwas schwierig. Möglicherweise existiert das auch alles, aber es ist für die Öffentlichkeit nicht sonderlich gut zugänglich. Ist das so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass die ESA da doch ein bisschen mehr Publicity machen sollte? Ich meine, gibt es ja vielleicht Leute, die dazu also ich hören, meine, manche die in dem Bereich kriegen's arbeiten? Hin. Manche kriegen es hin, also Zero to Infinity, die sind doch, ja, okay, also ich weiß, was die Leute machen. Ich weiß, woran die sind. PLD Space definitiv auch. Avio sowieso, also die bauen ja die Vega-Rakete, also von daher weiß man, was die machen. Auch wenn man zu diesem Quick-Launch-Vehikel, da sieht man, da findet man offiziell noch gar nichts. Also die haben da offensichtlich auch jede Menge Pläne in den Schubladen irgendwo rumliegen und hinter den Kulissen laufen. Aber man weiß halt als Teil der Öffentlichkeit nicht, was die da eigentlich wirklich machen. Wahrscheinlich auch damit Pläne, die in den Schubladen liegen, dann auch möglichst schnell wieder in den Schubladen verschwinden können, wenn es nichts geworden ist. Ja, was noch fehlt, ist Daneo, eine kleine 4 Tonnen schwere Rakete, die von einem kleinen Flugzeug gestartet werden soll. Und wovon wir jetzt hier reden, sind alles so Satelliten, die alles Raketen, die so ein paar Kilogramm schwere Satelliten starten können sollen. So 75 Kilo oder was in der Größenordnung. Halt, ja, Electron-Rakete, so die Größenordnung halt. Bis auf, ich glaube, diese War-Rakete, also von der Arbeitsgemeinschaft in München, ich glaube, die wird erheblich kleiner als das. Von der Nutzerste. Okay. Also viele Raketen, aber nichts wirklich dahinter. Es ist sehr wenig transparent und es ist für mich gerade sehr schwer einzuschätzen, halt weil wenig an Informationen dazu verfügbar ist, wie weit die alle sind und ja, auch wie viel Geld die dafür haben, also was die technischen und finanziellen Möglichkeiten von denen sind. Das ist in den USA immer noch mal etwas anders. Da hängt es dann natürlich immer davon ab, finden die jetzt den nächsten Investor? Das hat man umgekehrt dann natürlich hier nicht, ne? Aber auf der anderen Seite sind es dann halt teilweise einfach nur Studentengruppen, die dann aber auch gleich schon mit der ESA zu tun haben und dann in solche Programme reinkommen. Und das ist, für mich ist das alles etwas merkwürdig und intransparent. Da muss man sich wahrscheinlich mal wirklich mit denen unterhalten, um da ein Gefühl zu bekommen, dafür zu bekommen, wie das eigentlich genau aussieht. Mhm. Gut, du hast hier noch was zur Ariane 5 Fehlfunktion aufgeschrieben. Willst du da noch mal kurz drüber reden oder? Haben wir kurz noch mal drauf eingehen. Mehr oder weniger hatten wir es abgehandelt. Es sind leider, also es gibt jetzt wohl einen Abschlussbericht irgendwie, aber über dieser Abschlussbericht selbst ist nicht veröffentlicht worden, sondern bloß irgendwie wieder eine Pressemeldung darüber, wo man halt gesagt hat, im Wesentlichen, ja, wir haben den Fehler gefunden und der ist behoben. Und er hat irgendwas mit der Trägheitsnavigation der Rakete zu tun gehabt, die wohl auf einen anderen Azimut eingestellt werden sollte, als das normalerweise der Fall ist. Also war die Vermutung von, oder der Blogartikel, den wir dann besprochen hatten von Michael Kahn, dann doch ging in die richtige Richtung? Naja, also das war ja so gleich die allererste Vermutung, mehr oder weniger, dass man gesagt hat, okay, irgendwer hat hier einen Zahlentipper bei der Programmierung falsch gemacht und es ist niemandem aufgefallen. Liegt auch daran, dass die Rakete tatsächlich etwas anders fliegen sollte als normalerweise. Also erstens sollte sie halt einen höheren Orbit einfliegen, also nicht GTO, sondern GTO Plus, also etwas höher als ein normaler Übergangsorbit, um halt Energie zu sparen.
Und einer von den beiden Satelliten sollte irgendwie quer zur Flugrichtung ausgesetzt werden. Also 90 Grad verdreht dazu. Und irgendwie damit soll es im Zusammenhang stehen, und ich bin hier etwas nebulös, weil die so nebulös waren, soll es wohl damit einen Zusammenhang geben, dass die dass der Azimut beim Start auf 70 Grad eingestellt werden sollte, aber tatsächlich noch auf 90 Grad eingestellt war oder irgend sowas in der Größenordnung. Und dadurch kam es dann halt zu der Abweichung von der Flugbahn. Und es wäre halt schön, wenn man dort etwas genauer wäre. Aber ich schätze mal, die Ursache war wahrscheinlich einfach nur was ganz Peinliches. Und da will man jetzt nicht allzu viele Details rausbringen, damit es nicht so peinlich wird. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Obwohl, ich glaube, es ist jetzt langsam peinlich genug, dass man sagen könnte, okay, wenn ihr einfach bloß die Details genau offenlegt, dann ist wenigstens allen Leuten klar, was los war. Und dann kann man irgendwie weitergehen. Ich finde das alles etwas merkwürdig, der Umgang. Obwohl, was heißt denn merkwürdig? Ich glaube, da bin ich etwas zu harsch. Es ist halt... Es könnte so viel besser sein. Genau, das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt. Ja, und natürlich bin ich immer noch ein bisschen angepisst davon, dass die halt den Kontakt zur Rakete verloren haben und da ein Theater gespielt haben. Ja, das ist, also kann man nicht nur SpaceX vorhalten. Machen auch andere. Ja, also das war halt so ein brachiales Theater, dass man halt wirklich gesagt hat, hey, ist alles erfolgreich, ist alles super. Und SpaceX hat halt gesagt, wir wissen es jetzt nicht. Kontakt ist abgerissen, Video gibt es erstmal nicht. Und das war auch glaubhaft, dass genau das so passiert ist. Ne? Man konnte halt die Bilder nicht zeigen. Elon Musk hat versprochen, irgendwann, insofern man noch Aufnahmen davon hat, soll das ins Video kommen. Davon die Core-Booster-Explosion. Ja, nee, da haben sie genau, nichts veröffentlicht. Ja. Ja, aber kann ja noch später kommen, also in diesem Blooper-Reel, vielleicht kommt da ja irgendwann noch eine zweite Version von dem Blooper-Reel. Da waren ja auch jede Menge Aufnahmen dabei, die früher nicht veröffentlicht wurden. Ja. Gut, nach dem großen ESA-Block oder europäischer Raumfahrt-Block, den wir jetzt hatten, machen wir unseren traditionellen SpaceX-Block. Den wir ja natürlich noch gar nicht hatten. Aber es gab ja noch ein paar andere Sachen. Reden wir mal zuerst, oder ich will zuerst mal ein bisschen über Starlink reden. Also es wurde ja die letzte Falcon 9 Rakete, die gestartet wurde, flog ja mit dem PAS spanischen Radarsatelliten, PAZ, aber auch mit zwei experimentellen Satelliten, die von SpaceX gebaut wurden, nämlich Tintin 1 und Tintin 2. Benannt nach Tim und Struppi. Genau. Bin etwas enttäuscht, dass Struppi nicht dabei war. Also, dass eine nicht Tim und der andere Struppi hieß. Genau. Vielleicht kommt das ja noch. Und das ist ein ganz interessantes Projekt, weil SpaceX will auch in den Internet-Satellitenmarkt einsteigen. Also Internet per Satellit zur Verfügung stellen, vor allem in Ländern, wo das Internet über das Erdkabel oder Überlandkabel nicht so gegeben ist. Er nannte das Surf. Was ja schon seit der ganzen Zeit angekündigt wurde. Genau. Elon Musk nannte das, es wird den surfed least surfed, also an den am wenigsten angeschlossenen Menschen werden dadurch angeschlossen. Und das ist der erste Test. Das sind zwei Satelliten von der Größe eines Mini-Kühlschranks, jeweils die in einem 700 Meilen, also 1225 Kilometer Orbit 20 Monate getestet werden sollen. Also die Missionsdauer ist auf jeden Fall auf 20 Monate ausgelegt. Wo sie hinfliegen sollen auch. No? Also ja, genau, also sie wurden ja auf, ausgesetzt in den, auf 500, glaube ich. Genau, also auf den Kilometer, auf den Orbit, wo auch dieser PAS-Satellit ausgesetzt wurde, und dann fliegen sie selber nochmal ein paar Kilometer höher. Und ganz witzig, der PAS-Satellit heißt spanisch natürlich Frieden, ist aber ein Militärsatellit. Genau, ein militärischer Radarsatellit. die MIR heißt ja im Russischen sowohl Dorfgemeinschaft als auch Frieden.
Genau, die Starlink-Satelliten sollen dann, wenn das getestet wird und alles funktioniert, plant SpaceX eine Konstellation mit 4.425 Satelliten. Jedenfalls haben sie so viele schon mal angemeldet bei der Regierung, also sich dafür die Erlaubnis geholt. Sollen im KU- und KA-Band senden, also so eine Standard-Satellitenfunkfrequenz. Und in einem zweiten Schritt sollen nochmal 7518 Satelliten in einem niedrigen Erdorbit, also auf 340 Kilometern, ausgesetzt werden, die dann in einem V-Band senden, was eine Breitbandverbindung ermöglicht, also Breitbandinternet und nicht nur so, wahrscheinlich ist KU und KA-Band nicht so, also kann nichts Datenintensives drüber gehen. Und natürlich auch erniedrigt das die Latenz, wenn das in einem niedrigen Orbit stattfindet. Also ein wenig, ja. Genau, ein wenig. Und das ist ja, wie wir seit 2015 wissen, das große Ding, womit SpaceX Geld verdienen will. Da gab es ja dieses interne Finanzpapier. Und so schlecht sind die ja gar nicht, die Satelliten, insofern sie so funktionieren, wie es angekündigt wurde. Ja, schlecht ist die Idee nicht, aber sie wollen die halt damit sehr viel Geld verdienen, was schon sehr optimistisch ist. Also die Rechnung, die sie da angestellt haben in diesem Finanzpapier, waren doch schon sehr optimistisch, was die Nutzer zahlen und wie viele Abonnenten sie dann dadurch bekommen und wie viel Geld da eingespült wird. Ich sag mal, schon sehr optimistisch. Ich sag da mal abwarten. Es gibt ja noch eine zweite Firma, die auch sowas aufbauen genau, will. OneWeb. Also nicht nur eine, also nicht nur eine zweite. Es gibt jede Menge Firmen, die das wollen. Also SpaceX, wenn SpaceX dort unter Illusionen leidet, dann sind sie damit zumindest nicht alleine. OneWeb ist jetzt die am nächsten ist. Die wollen dieses Jahr die ersten operationalen Satelliten starten. Also ja, also halt richtig, ne? Aber die verfolgen insgesamt ein anderes System. Die haben kleinere Satelliten, 150 Kilo, glaube ich, anstatt von 400 wie bei SpaceX. Und die Starlink-Satelliten von SpaceX sollen pro Bodenstation 1 Gigabit pro Sekunde liefern. Und ich glaube, 20 Bodenstationen gleichzeitig besenden können. Und dann, die Daten, die sie halt von den Bodenstationen bekommen, werden dann halt zum nächsten Satelliten oder wohin auch immer weitergeleitet, auch über andere Satelliten, bis dann halt zu einer Bodenstation, die dann in der Nähe von dort ist, wo es hin soll, letzten Endes, ne? Okay, das ist so der Starlink-Prozess sozusagen. OneWeb will praktisch irgendwo eine Bodenstation auf den Boden packen und dann um diese Bodenstation herum die Leute mit Internet versorgen, indem halt von der Bodenstation zum Satelliten kommuniziert wird und der Satellit wieder zurück zum jeweiligen Anwender kommuniziert. Also du hast dann praktisch immer noch eine Glasfaserverbindung, eine zentrale Glasfaserverbindung, aber du brauchst halt, also es ersetzt sozusagen die letzte Meile. Ein zu hoch geratener Handymast sozusagen. Ne? Also das ist so ungefähr der Plan, was OneWeb machen will. Und bei weitem nicht so leistungsfähig. Wie gesagt, 150 Kilogramm wiegen die Dinger, können statt 20 nur 16 Nutzer pro Satellit ansprechen und Verbindungsgeschwindigkeit ist sowas um die 50 Megabit pro Sekunde. Und gestartet werden die, glaube ich, mit Soyuz-Raketen aus Russland raus. Ja, dass sie auf einer Falcon 9 fliegen werden, hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Ist ja eine direkte Konkurrenz zur eigenen Produkt. Ach, die haben alle möglichen Leute auch, glaube ich, angeschrieben. Also die haben ja hier auch mit Virgin Galactic, mit dem Launcher One, wollen die, glaube ich, auch irgendwas starten, insofern es dazu überhaupt mal kommt. Und sowas. Halt andere Technik. Und die versprechen sich damit Geld zu machen. Wenn ich mir den Vergleich erlauben darf zwischen denen und SpaceX, muss ich sagen, okay, SpaceX hat offensichtlich die bessere Technik. Oder sind jetzt auf jeden Fall erstmal vorne, also muss man schauen, was. Ja. Es sind ja auch vielleicht andere Anwendungs. Wer jetzt vorne ist, ist OneWeb. Weil die sind kurz davor, die Satelliten zu starten. Haben die schon Testsatelliten gestartet? Nee, noch nicht, aber die wollen gar keine. Achso, die machen gleich Nägel mit Köpfen. Genau, ja. Also die wollen gleich die richtigen operationellen Satelliten starten. Okay.
Und ja, die Satelliten sind, glaube ich, mehr oder weniger in Produktion. Die Firma, die sucht auch noch händeringend nach Leuten, die dort mitarbeiten. Und ja, ich glaube, am Anfang, was die vorhaben, sind 650 Satelliten, also deutlich weniger als SpaceX. Insgesamt 900, der Rest sind irgendwie Reserve. Okay. Bei der Technik müsste ich noch mal gucken. Bei SpaceX ist es auf jeden Fall so, dass die Satelliten eigene Ionentriebwerke haben, beziehungsweise Hall Thruster, und die werden dann, mit denen kommen die dann entsprechend in die Orbits, wo sie hin müssen, und auch wieder zurück. Und SpaceX hat zumindest angekündigt, dass die rechtzeitig aus dem Orbit entfernt werden. OneWeb glaube ich auch. Ich weiß halt nicht, ob die Satelliten dann tatsächlich, also bei SpaceX bin ich mir sicher, dass die deorbitiert werden, also der Orbit abgesenkt wird und die Satelliten in der Atmosphäre verglühen sollen. Aber bei OneWeb kann es sein, dass sie das einfach weiter rausschieben und dann einen Parkorbit lassen. Weiß ich nicht. Okay, ja. Also das ist die eine Sache, die jetzt bei SpaceX passiert ist. Die andere Sache ist, sie wollen ja nicht nur ihre Booster wieder verwenden, sondern auch jetzt damit beginnen, die Nutzlastverkleidung wieder zu verwenden. Und damit man das machen kann, muss man ja die auch irgendwie auffangen. Und das wurde jetzt getestet, nämlich mit ihrem neuen Nutzlastverkleidungsfangboot Mr. Steven, was Elon Musk als Boot mit einem übergroßen Baseballhandschuh beschrieben hat. Also es ist einfach ein großes Netz, was gespannt wurde auf diesem Boot, was dann eine der beiden Nutzlastverkleidungen auffangen kann. Die Nutzlastverkleidung hat sogar eigene Thruster und Navigationssystem, also die kann sich so ein bisschen orientieren, wenn sie dann quasi abgetrennt wurde, tritt dann mit achtfacher Schallgeschwindigkeit in die Atmosphäre ein und wird dann mit einem Fallschirm abgebremst, und soll dann quasi, das Boot soll sich dann unter diese Nutzlastverkleidung schieben und es auffangen. Das hat jetzt, was ja schon seit längerer Zeit diskutiert wird und auch schon ein paar Mal getestet wurde. Also es gibt ja auch Bilder, wie die Nutzlastverkleidungen auch schon früher, nicht jetzt erst bei dem Start, sondern auch schon früher, dass man halt gesehen hat, okay, da sind Triebwerke dran an der Nutzlastverkleidung und die wurden auch benutzt. Genau. Und das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Sie sind irgendwie 100 Meter. Ein paar hundert Meter daneben ist die Nutzlastverkleidung gelandet und Elon Musk meinte, ja, sie werden dann nächstes Mal einen größeren Fallschirm dran bauen, damit die Nutzlastverkleidung noch langsamer fällt und dann sollte das auch funktionieren. Aber sie blieb intakt und man hat sie aufs Boot laden können und haben sie wahrscheinlich auch jetzt wieder heimgeholt. Und das soll dann, wenn die wieder verwendet werden können, die Startkosten nochmal um etwa 5 Millionen US-Dollar senken. Ja, die Dinger sind ziemlich teuer, unterschätzt man leicht. Wenn man bei der ULA guckt, der Unterschied zwischen der kleinsten Nutzlastverkleidung, die für die Atlas V-Rakete haben zu einer Nutzlastverkleidung, die ungefähr so groß ist wie die, was die Falcon 9-Rakete hat, sind, ich glaube, 18 Millionen oder 20 Millionen US-Dollar. Also so in der Größenordnung bewegt sich das bei denen. Also so um die 20 Millionen US-Dollar allein für die Nutzlastverkleidung. Also eine neue. Also wahrscheinlich auch ähnlich bei SpaceX. Also du wirst halt nicht die kompletten Kosten von so einer Nutzlastverkleidung reinholen, weil du musst ja auch wieder refurbischen und so. Ja, aber ULA schmeißt die halt immer weg. Genau. Und die haben dort wirklich so um die, ich weiß nicht, 15, 20 Millionen US-Dollar. Guckt mal bei rocketbuilder.com rein und spielt da mal mit den unterschiedlichen Nutzlastverkleidungen. Dann werdet ihr es schon sehen, wie viel die kosten. Also fast schon ein Drittel von dem Preis von der Falcon 9-Rakete alleine für die Nutzlastverkleidung bei der Atlas V. Also da fragt man sich schon, was machen die da anders, dass das so teuer wird? Ja, das ist immer die Frage bei solchen Sachen. Ja. Naja, das waren jetzt die zwei Sachen bei dem letzten Falcon 9 Start, die interessant waren. Dann jetzt noch was ganz Kurzes. Der nächste Falcon 9 Start hätte ja schon letzten Sonntag erfolgen sollen, wurde dann jetzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Wieder ein spanischer Satellit, nämlich Hispasat, aber diesmal halt kein militärischer.
Und dort will man irgendwas, muss man schauen, wegen der Nutzlastverkleidungs Unterdrucksetzung. Genau, Unterdrucksetzung der Nutzlastverkleidung. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir nicht sicher, was die dort genau tun. Im User Guide der Falcon 9 Rakete steht auf jeden Fall, dass die Nutzlastverkleidung bei normalem Druck startet. Und du hast dann Systeme drin, bei denen dann der Luftdruck mit der Zeit langsam abgesenkt wird. Weil du hast ja einen Unterschied zwischen dem Luftdruck im Inneren und dem Luftdruck außen, weil die Rakete fliegt halt nach oben und irgendwann geht die Luft ringsrum aus. Aber das heißt ja noch nicht, dass die Luft in der Nutzlastverkleidung dann auch schon weg ist. Deswegen brauchst du auf jeden Fall irgendwie Ventile, die dafür sorgen, dass da die Luft rausgehen kann. In Anbetracht dessen, dass die ständig irgendwelche Probleme haben mit Drucksystemen in der Nutzlastverkleidung, kommt es mir langsam so vor, naja, vielleicht haben die da auch irgendwie ein Drucksystem drin, dass sie sagen, okay, wir bauen einfach im Inneren der Nutzlastverkleidung einen Luftdruck auf und sorgen dadurch für mehr Stabilität und sparen ein bisschen an Steifigkeit vom Material ringsrum ein. So kommt es mir ein bisschen vor. Das ist totale Spekulation, also Aluhut-Gefahr hier. Aber so irgendwie so, was machen die da genau? Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass wirklich bloß diese Ventile gemeint sind, mit denen dann halt die Nutzlastverkleidung halt entlüftet wird. Dass die da halt irgendwie ein Problem hatten. Die haben auch ein ernsthaftes, du hast ja diesen Moment, wo die Rakete durch die Schallmauer durchfliegt und also kurz danach dann, da hast du dann nochmal so eine Druckspitze und ich glaube, da, das ist nochmal ein kritischer Moment und kann auch sein, dass das was damit zu tun hat, dass da vielleicht irgendwie das nochmal ausgeglichen wird, wenn der, weil du hast eine Druckspitze, einmal einen hohen Druck und dann einen niedrigen Druck und dass die vielleicht das ganze Ding irgendwie durch Druckluft oder irgend sowas ausgleichen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß darüber zu wenig, aber ich wollte euch an meinem Unwissen gerne teilhaben lassen. Genau, über das neue Drohnenschiff hatten wir noch ganz kurz gesprochen. Wir hatten indirekt, also es ist eine etwas zerfledderte Sendung heute. Ach, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt red mal die Sendung nicht schlecht. Das neue Drohnenschiff, weißt du, wie es heißen soll? Warte, ich hatte es, a lack of gravitas. Nein, a shortfall of gravitas. Scheiße, ja. Ich hab den Fehler nicht zum ersten Mal gemacht. Genau, wieder aus einem, aus der Kulturserie von Ian Banks, was er jetzt, das erste Buch auf jeden Fall von Amazon verfilmt werden soll. Von Jeff Bezos noch. Genau, also hier, haben sie also SpaceX Lieblingsbuch wird jetzt von vom Besitzer von Blue Origin verfilmt, sozusagen. Ja. Genau, a shortfall of gravitas nach dem Raumschiff experiencing a gravitas shortfall. Und das soll in Florida stationiert werden und soll als Verstärkung für, Ostküste ist, of course I still love you. Ja. Und Westküste ist just read the instructions. Ja, soweit ich weiß. Genau, also of course I still love you and a shortfall of gravitas sollen in Zukunft einerseits natürlich ermöglichen, dass Falcon 9 Raketen in einer kürzeren Frequenz starten können. Weil während die eine Rakete quasi noch gerade zurückgezogen wird mit dem einen Booster, kann die andere ja schon quasi auf dem anderen Schiff landen. Genau. Oder und natürlich gleichzeitig die Variante mit der Falcon Heavy ermöglichen, dass halt die Seitenbooster landen im Meer gesammelt werden. Der Mittelbooster wird halt nicht wiederverwendet. Genau. Der fliegt dann bis Ultimo. Genau, das hat jetzt Elon Musk angekündigt, beziehungsweise hat SpaceX angekündigt und bis wann soll die und das wird auch notwendig sein, weil die Falcon 9 Block 5, die endgültige Variante der Falcon 9, die ist jetzt in McGregor in Texas auf dem Teststand und wird getestet und die soll dann halt bald kommen. Im April soll es zum ersten Mal fliegen, nach derzeitigen Plänen.
Und die soll ja dann sehr schnell wiederverwendbar sein, innerhalb von sehr kurzer Zeit, irgendwie so Tage oder so. Ich habe einfach landen, wieder auftanken, wieder starten, fertig. Genau. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, dass das Raumschiff bei Banks heißt Experiencing a Significant Gravitas Shortfall. Ich glaube, da gab es mehrere. Ich hatte es irgendwie bloß so nebenbei mal gelesen. Da soll es wohl in der Geschichte darum gehen, dass sich jemand darüber aufgeregt hat, dass eine Firma Raumschiffe baut, die so wahnsinnig fortschrittlich sind, weil die haben ja alle eine KI und sonst irgendwas, ne? Und dann so mondäne Namen haben. Er solle doch mehr Gravitas in den Namen haben. Und daraufhin hat er dann sämtlichste weiteren Schiffe erstmal so benannt, die halt alle so in diese Richtung gehen. Also, auf irgendwas Park mit Gravitas, Achso. Nee, alles mit Gravitas, not enough Gravitas, sonst was. Genau. Irgend sowas. Was die effekten in Raketen, die erfahren dann immer ein significant shortfall of gravitation. Eigentlich nicht so sehr, weil Gravitation ist ja genug da, ne? Sonst würden sie nicht runterkommen. Aber sie werden von der Gravitation im Stich gelassen. Ja. Oder verraten. Wer hat uns verraten? Eine Zeit lang, Gravitation. Ja. Gravitationsdemokraten, das reimt sich nicht so gut. Ja. Das wird aber der Folgentitel. Wer hat uns verraten? Gravitation. ich glaube, ein Thema haben wir noch. Es ist eine etwas zerfletterte Sendung, habe ich schon gesagt. Jetzt sagst du nicht mal wieder, dann merken die Leute das doch. Dann merken die Leute das, ne? Aber wir haben noch einen Spieler, jetzt müssen wir nicht mehr reden. Wir haben über die Falcon Heavy schon gesprochen, noch und nöcher. Und jetzt kam das doch nochmal, verdammt. Der Einstieg war nicht allzu glücklich. Ich dachte, wir machen jetzt hier Alexander Gerst. Ja, wollte ich gerade darauf so überleiten. Ich will nichts gesagt haben. Meine Stimme versagt. Also nicht die Stimme, aber die Sprache. Ich kann nicht mehr sprechen, nicht mehr Deutsch. Es war nämlich noch was Zweites zwischendurch gewesen. Jetzt kommt der Name nicht. Alexander Gerst? Nein, nicht Alexander Gerst. Ach, der jetzt gerade in Paris ist. Jan Werner, Andreas Schepers. Der gute Andreas Schepers hat uns angeschrieben und eine freundliche Frage gestellt. Weil die ESA ist ja durchaus an der ISS mit beteiligt und es fliegt ja der Alexander Gerst mit zur ISS demnächst. Genau. Und da gibt es natürlich Interviews, da gibt es Pressekonferenzen, da gibt es alles mögliche Medienspektakel und wir haben die Gelegenheit gehabt, eine Frage zu stellen der nächsten Besatzung der ISS. Genau, das will ich nochmal kurz genauer zusammenfassen. Das ist nämlich ISS Expedition 5556. Also die Missionen gehen ja quasi, also jeder Astronaut oder Astronautin ist ja Teil von zwei Expeditionen, weil die ja sich so immer überlappen. Genau, also Alexander Gerst wird Teil der ISS Expedition 56 auf jeden Fall, zusammen mit der Astronautin Serena Anunion Chancellor und dem Kosmonauten Sergei Valerievich Prokopjew. Alexander Gerst ist ja bekannterweise der. Wie war die Astronautin, wie hieß sie nochmal? Serena Anunion Chancellor. Ja, das wird die erste Kuba-Amerikanerin sein, die jemals ins Weltall kommt. Genau, die, also auch von den, also von den Männern, also der, die erste, ja genau, Amerikanerin mit kubanischen Wurzeln, sagen wir es so. Hm? Und sie sollte eigentlich erst in den Ende 2018 fliegen, aber dann wurde die eigentliche Astronautin, die für den Flug vorgesehen wurde, die konnte aus nicht genannten Gründen dann nicht für diesen Flug und dann wurde sie sozusagen vorgezogen und hat dann mit der anderen Astronautin die Plätze getauscht. Und Alexander Gerst wird ja dann auch für den zweiten Teil seiner Mission, also für die letzten 3 Monate, der erste Kommandant, ich glaube der erste deutsche Kommandant der ISS, oder war das nicht schon kann mal sein. Jemand? Ich glaube, es war schon kann mal sein. Jemand. Auf ja. jeden Fall. Kommt mir so ein bisschen vor. Genau, es ist der zweite ESA-Kommandant und der erste deutsche Kommandant der ISS.
Genau, so war das. Ich glaube, von der ESA war schon jemand mal Kommandant. Mhm. Und genau, es gibt eine traditionelle Crew-Pressekonferenz, die von der NASA organisiert wird. Aber die ESA hat sich das Recht erbeten, 5 Fragen von deutschen Medien weiterleiten zu dürfen. Und ja, der Andreas war so freundlich, uns da auch zu bedenken. Und wir durften uns eine Frage ausdenken, die dann quasi per Proxy an die Crew von der ISS gestellt wurde. Wir werden das quasi jetzt in voller Länge abspielen. Das sind etwa 4 Minuten 45 Sekunden. Ja. Und ihr könnt euch die ganze Pressekonferenz, die geht ungefähr eine Stunde, dann in dem verlinkten Video in voller Länge anschauen. Es sind auch Fragen von der Bild dabei und von der Lokalzeitung aus Künzelsau, also vom Heimatort von Alexander Gerst. Also es ist eine gute Mischung. Wir spielen das jetzt ab und machen immer zwischendurch ein bisschen Pause und übersetzen das auch nochmal auf Deutsch für die Leute, die das Englische nicht so gut verstehen, damit auch alle vielleicht mitkommen. Vielleicht nicht direkt übersetzen, aber zumindest, genau, worum es geht. Genau. Also, los geht's. Okay, a question for all of the group. From Christopher Maiden of Countdown Podcast. The question is, imagine you would stay not 6 months, but 2 years on the ISS to simulate a mission to Mars. What do you think would be the most important things that you would have to change about the ISS in order to be able to do this? Also die Frage war, was man ändern müsste an der ISS, um eine 2-Jahres-Mission dort durchzuführen, um halt eine Mission zum Mars zu simulieren. Also es gab ja schon eine 1-Jahres-Mission mit Scott Kelly. Und was wäre jetzt nötig für eine 2-Jahres-Mission? Das war unsere Frage. Ja, wobei Scott Kelly, okay, der war jetzt 2 Jahre, der war 1 Jahr da oben, aber halt nicht irgendwie so 2 Jahre komplett isoliert, ne? Genau. Nicht die ganze Crew 2 Jahre isoliert, einfach nur da oben. I hope they get all our food up there. That would be the most important thing. Das Wichtigste. I think. Genau, Essen. Erstmal genügend Essen. Certainly you'd have to a lot for such a long time period. A lot of it is your mental mindset. You know, it's sort of part of that behavioral health care that goes on prior to flight, in flight, and post flight. And what I mean by that is, you know, NASA and all the space agencies take very good care of our families. Certainly in the months leading up to flight and then in flight, being able to communicate with them. And the interesting thing that I've learned, NASA utilizes a lot of analog environments to help train for spaceflight, and one of those is Antarctica. And I think probably one of the most isolated places you can be on this planet is Antarctica. And what I learned from that was how important it was for almost everybody on our team to be in contact with home, whether it meant phone calls or text messages, which are actually quite difficult from way out there. It's much easier on the space station. Gut, nehmen wir das erstmal so. Also erstmal hoffen sie, klar, Essen muss da sein. Und der Rest ist vor allen Dingen Vorbereitung, psychologische Vorbereitung von der ganzen Mission, vor der Mission, während der Mission, nach der Mission. Und nicht nur von den Astronauten selbst, sondern auch von den Angehörigen, die dann auf der Erde sind. Und sie meint, NASA macht da eigentlich einen sehr guten Job. Ja, also die Angehörigen werden halt betreut, sodass da wirklich Kommunikation auch vorhanden ist. Und was sie auch tun, ist, dass man praktisch das simuliert mit analogen Umgebungen. Und was die Astronauten wohl tatsächlich machen, ist, dass sie in die Antarktis geschickt werden, wo sie halt ziemlich allein sind. Und wo sie teilweise sogar noch mehr abgeschnitten sind, als sie hier als die dann später auf der ISS sein werden. Weil alleine schon eine SMS irgendwie in den Rest der Welt zu bringen, ist halt schwierig, weil wenn man auf den Polen ist oder in der Antarktis ist, dann hat man keine geostationären Satelliten sonderlich gut positioniert über dem Horizont. Also die empfangen einen dort nicht mehr. Und von daher ist die Kommunikation in der Antarktis sogar schlimmer als auf der ISS. And so I think just having that plan in place to make sure that you had good contact with your family and everything was being taken care of, which again NASA does a great job of right now. But then almost you begin to think when I returned from Antarctica, and it was only 2 months, the most memorable experience I had was landing in Christchurch, New Zealand, and the door to the aircraft opened, and I smelt grass. I realized, oh my goodness, the smell of the earth
is incredible. Incredible. I didn't realize how much I missed. Ja, also was sie halt am meisten überrascht hat, war, als sie dann von ihrem Training aus der Antarktis zurückkam, dass einfach der Geruch von Gras sie so überwältigt hat. Also dass Gerüche auch eine ganz große Rolle spielen, wenn es halt um die psychologische Versorgung von Astronautinnen und Astronauten geht. Ja, die sind nach Neuseeland geflogen, nach Christchurch. Mhm. Was sie jetzt nicht sagt, na okay, das wird wahrscheinlich schon nach dem Erdbeben gewesen sein. Mhm. Übrigens, gibt einen neuen Podcast. Verlink den mal. Deswegen fehlt es mir gerade ein. Er muss ihn aber auch verlinken. Ich verlinke ihn. Ein Typ aus Sangerhausen. Ich komme gerade nicht drauf, wie der Podcast heißt. Ich werde ihn verlinken. Jedenfalls jemand, der aus Berlin nach Neuseeland geflogen ist, paar Monate da war und dort seine Eindrücke, weil er in Churchill gelebt hat, von Churchill gebracht hat und wie es da jetzt nach dem Erdbeben auch weiterging. Ja, meinst und so, Reiseeindrücke. Oder? Christchurch. Du meinst, ja. Churchill gesagt. Oh Gott. Ich sag ja, mein Gehirn will heute nicht. Genau. Ja, machen wir mal weiter. Missed it and how absent it was in that environment and how important it was. Yeah. So could you somehow incorporate that? And we do grow plants, vegetables on space station. We've been harvesting lettuce and all kinds of things, and I know that's going to continue. Psychologically, I think that's huge. Yeah. So those are some of the things I think about. I absolutely agree. I mean, also sie meint, man baut ja schon Pflanzen auf der ISS an, haben wir ja drüber gesprochen, wie sie den Salat geerntet haben, aber das muss doch viel mehr werden, dass einfach Grünzeug im Weltraum vorhanden ist. Ja, und jetzt kommt Alexander Gerst und sagt was anderes. Gehe ich mal davon aus. Very well said. I remember that feeling as well after Antarctica and also after my landing, when the hatch opens and you suddenly smell Earth. It's amazing. Mm-hmm. Also, maybe to add from a technical point of view, you mentioned food, and it's a very good point because you can calculate how much food you would need to fly to Mars, and it's a lot, right? So it weighs a lot. Mm-hmm. If we just use it and then throw it away, and so one of the things we were working on is to support life support systems, not only to reuse the atmosphere much better, but also to sort of reuse food the way we do it on Earth, right? So in the end to fly to less water, less food, and to get our spaceship a little bit smaller. Also er geht jetzt nochmal, der Alexander Gerst geht jetzt, also bestätigt das erstmal, gerade auch nach der Landung auf der Erde wieder, fand er den Geruch der Erde doch sehr wichtig und sehr schön. Wahrscheinlich auch daher, weil es auf der in den Raumschiffen und auf der Raumstation nicht allzu gut riecht. Das hat er nicht gesagt, aber daher kommt das wahrscheinlich. Dann hat er nochmal darauf hingewiesen, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln natürlich auch sehr wichtig ist, dass man eine ganze Menge davon braucht, dass man auch eine ganze Menge Luft mitnehmen muss. Und dass es doch wichtig wäre, Systeme dafür zu entwickeln, dass man mehr Dinge recycelt, sowohl was Luft und Wasser angeht, aber auch was Nahrungsmittel angeht, um einfach nicht ganz so viel mitnehmen zu müssen. Genau. Und Raumschiffe einfach kleiner zu gestalten und kompakter. Genau. Oder mehr Platz für halt Bewegung zu haben, das sind die zwei Alternativen. Genau. Das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil von, wenn man sehr viel Zeug mitnehmen muss. Ne, am Anfang ist es etwas eng, aber mit der Zeit hat man dann immer mehr Platz, umso mehr man davon aufbraucht. Ne? Genau. man futtert sich frei. Man futtert sich durch, bis halt irgendwie wieder Platz ist. Und das hast du natürlich nicht, wenn du so viel Recycling machst. Naja. Something that we technically need to achieve before we go on that long journey, and we're working on it, but it's still a long ways to go. Like life support systems, you think it might just be one other system of a spaceship, but that's actually the one that's notoriously the hardest to build in a closed way. I mean, nobody has ever managed that, to build a completely closed life support system. There's been many tries and they never worked. The only one that we know of is actually our planet Earth. So
Und er betont auch nochmal, dass das Lebenserhaltungssystem, könnte meinen, das ist einfach irgendein System von so einem Raumschiff, aber das ist das am schwierigsten zu bauen und besonders, wenn es dann ein geschlossenes System sein soll, was es ja dann muss, wenn es auf eine 2-Jahres-Mission zum Mars gehen soll. Bei der ISS kann man. Ja, aber. Muss ja nicht geschlossen sein. Es muss halt nur so geschlossen sein, dass es halt für die 2 Jahre reicht. Genau, aber ja, aber die ISS wird ja ständig mit Sauerstoff und Wasser versorgt. Also ist, und das quasi auf einen 2-Jahres-Rhythmus zu verlängern, das ist ein schwieriges Unterfangen, was bisher technisch einfach noch nicht realisiert wurde. Ich glaube, was bisher technisch noch nicht realisiert wurde, ist, dass man das komplett autark macht. Also, dass man einfach sagt, okay, wir bringen euch erstmal so und so viele Tonnen Sauerstoff mit und das reicht dann jetzt für immer. Das hat man, glaube ich, noch nie geschafft. Ja, aber ich glaube, Alexander Gerst meint auch, dass es auch für diese 2-Jahres-Dauer noch nicht umsetzbar ist. Okay. Also so habe ich ihn verstanden. Okay, ich hatte es so verstanden, dass er meinte halt, dass es komplett geschlossen werden könnte. Ja, aber das ist natürlich ein anderes Problem. Ich finde, das ist nicht so ein. Das ist zwar ein schönes Ziel, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so zielführend, dieses Ziel zu verfolgen. Ja, okay, gut. Hören wir mal weiter. How to recreate that is going to be our challenge. We have, for example, for exactly that, the photobioreactor on board to try to find out how we can use biological processes for life support systems. And it's going to be interesting to find out how that turns out, how much further along that brings us with new life support systems. Sergei, anything you would add? Also er spricht Sergei Prokopjew. Nee, das ist der falsche. Dann habe ich den falschen. Maybe. Heißt er doch Sergei. Doch, Sergei Prokopjew. Der spricht natürlich auf Russisch. Der wurde dann auf Englisch übersetzt. Ich habe jetzt ein bisschen was von seinem Originalton drin gelassen und dann quasi nur noch die englische Übersetzung reingeschnitten. Und wir werden das noch auf Deutsch übersetzen. Also, ja. Also, dann wisst ihr ungefähr, was dann bei euch ankommt. Bitte übersetzt das Ganze nochmal in eine andere Sprache und dann lasst Google drauf los. Und dann schauen wir mal, was kommt. As far as I understand, the space travel to Mars will have to be autonomous. There will be no comm with the ground. And as Alex said, we will have to find new ways to generate food, generate air, water. So we will have to change the entire philosophy of space travel in order to accomplish that. And I think one of the top priority items will be the psychological aspect. The psychologists should be working on designing the criteria, how they're going to select the crew members who are going to be able to live for 2 years on board of the spaceship traveling to Mars, accomplish the goals, and safely come back to Earth. And they're already performing some work on the ISS in order to prepare for that. Also er hat jetzt einfach nochmal wiederholt, was Alexander Gerst gesagt hat, mit der Autonomie über 2 Jahre hinweg. Und er meinte auch, dass es ganz wichtig ist, dass da einfach die richtigen Leute ausgesucht werden, die psychologisch so stabil sind, dass sie halt zu dritt oder zu auf wie viel über 2 Jahre in so einem Raumschiff verbringen können, ohne sich gegenseitig umzubringen. Genau. Man müsste mal sowas wie einen Gemini-Faktor einführen. Wie viel schwerer ist das als eine 2-wöchige Gemini-Mission? Müsste wahrscheinlich die Gemini-Mission rekreieren mit den Mars. Also es gibt ja schon solche Isolationsmissionen hin und wieder. Ja, tja, aber also ich finde immer noch, die Gemini-Mission ist so ungefähr das Extremste, was man sich vorstellen kann, 12 Tage in so einer Duschkabine mit zu zweit rumhängen zu müssen. Ja. Ist natürlich die Frage nach 2 Jahren. 2 Jahre sind echt böse lang. Und auch wenn du mehr Platz hast, es ist mehr als ein Gemini. Also man kennt ja da vielleicht das Mars-Raumschiff aus einem Martian. Das war ja schon ordentlich groß, aber auf 2 Jahre hin, also selbst so, also ich würd mal behaupten, dass das Mars-Raumschiff aus einem Martian so schon sehr optimistisch groß gemacht wurde. Obwohl, ich war ja auch, was mir gerade einfällt, Columbus ist ja auch mit einer ziemlichen Nussschale darüber geschippert. Ne, also die Santa Maria und so weiter. Aber die waren keine 2 Jahre unterwegs, oder? Nee, aber so 2 Monate hinzu und dann noch mal ein paar Monate zurück. Also die waren schon ganz ordentlich lange unterwegs. Oder Magellan. Überleg ja, dir mal Magellan. Die sind der war 2 Jahre unterwegs. Die haben ja auch unterwegs angehalten, Magellan.
Ja. Du kannst ja, nicht einfach beim Asteroiden kurz aussteigen und dir Kokosnüsse einsammeln. Ja, das mit den Kokosnüssen wird schwierig. Dafür hast du den großen Vorteil, dass du nicht von einem Häuptling irgendwie mit einem Speer getötet wirst. Ja, beim Kolumbus war es ja eher so, dass man andersrum die Häuptlinge getötet hat. Nicht mit Magellan. Achso. Ja, guck auch, aber ich würde mal sagen, sie haben sich verdient, von Eingeborenen umgebracht zu werden. Ja. Kammertechnisch war da das Konto gut aufgeladen. Ja, das mit den Eingeborenen wird schwierig. Aber wer weiß. Belassen wir es dabei. Genau, auf jeden Fall, ja, also fassen wir nochmal zusammen, was wichtig ist, der psychologische Aspekt, sowohl individualpsychologisch, also wie man selber damit fertig wird, als auch ja, so gruppendynamisch, wie man in der Gruppe funktioniert und dann einfach der technische Aspekt von den Lebenshaltungssystemen, von Recycling, von ja, klassischen Luftwasserscheiße, ja, und halt Kommunikation mit der Erde, also Luftwasserscheiße, Internet, das sind so die Dinge. Also, ich hab jetzt gerade mal geguckt, die letzten Schiffe waren so, die sind am 21. Dezember 1521 los in Indien und sind am 6. Mai, also es hat schon ein halbes Jahr gebraucht, ums Kap der Guten Hoffnung ringsrum gehabt, hatten bloß noch Reis gehabt, es sind 22 Leute verhungert. Und ja, also es war echt böse, was die da gemacht haben. Sind auch erst irgendwann im Herbst wieder zurückgekommen. Also das war schon, ja, haben auch nicht viele überlebt. Also genau, das ist ja auch die Sache. Wenn man da, also bei so einer Marsmission geht man schon davon aus, dass alle überleben, wenn alles gut läuft. Ja. Bei Kolumbus. Also, das muss man so. Bei Kolumbus war es scheißegal, ne? Ja, eben genau. Das ist ein wichtiger Faktor, den man da nicht vergessen darf. Ja, irgendwie so bei Magellan und Kolumbus, wie viele Leute sind da gestorben? Mein Gott, ne? Genau. Das ist wirklich so griechisches Drama. Bei Odysseus, ich meine, wer hat die Odyssee überlebt? Odysseus. Alle anderen sind gestorben. Also so als Freund von Odysseus, da hast du echt ein hartes Brot gehabt. Ja, aber das war ja auch, weil er sich mit Poseidon angelegt hat. Ja, soll man nicht machen, ne? Aber im Prinzip war das halt ein Charakterarsch, ne? Odysseus. Ja. Ja, also ich meine, da waren so die ganze griechische Mythologie ist voller Charakterärsche. Ja. Ja, aber wie gesagt, irgendwie so frühere Fahrten im Meer war halt wirklich so, dass dort teilweise die Hälfte irgendwie verhungert ist, also Skorbut war sowieso normal, also du konntest nicht davon ausgehen, dass du mit allen Zähnen nach Hause kommst. Trink mal einen kurzen Schluck von meinem Orangensaft. Wobei ja. Beim Thema Skorbut sind. Genau. Ja, also war halt, warte mal, wer hatte jetzt gefragt? Der Enno Lenze hatte gefragt, was man wie viele Planeten man besiedeln können, wenn man das Geld, das man in den Kalten Krieg versenkt hat, in den Raumflug gesteckt hätte. Ich vermute mal einen. Ich habe auch gesagt, also einen und zwar höchstwahrscheinlich nur mit 12 Leuten oder so, wenn man genauso viel Geld dafür reinsteckt. Aber wenn man genauso viele Menschenleben da reinsteckt, na dann geht deutlich mehr. Also überleg, also wo kann man denn, also der Mars ist ja noch so gerade an der Grenze von, kann man ein Zelt aufbauen, das mit Duft füllen und dann kann man drin leben. Das geht ja bei Merkur oder bei der Venus schon nicht mehr. Das ist dann schon schwierig, ja. Also bei der Venus, da gibt's ja durchaus Pläne, dass man sagt, also Pläne in Anführungszeichen, ne? Dass man sagt, naja, wir können ja einen Ballon füllen, einfach mit Luft, weil Venus-Atmosphäre, Kohlendioxid, bisschen Schwefelsäure und so. Na, muss man halt so chemisch ein bisschen gucken, dass es nicht weggeätzt wird. Aber wenn man praktisch einen Ballon mit normaler Luft, die man atmen kann, füllt, dann fliegt das Ding schon. Hat Auftrieb, ne? Mhm. Aber will man das? Dann hat man halt eine Stadt in den Wolken. Ich meine, bei Star Wars ist das doch super im Gelaufen. Ja, wenn man halt also, unten rausfiel. Ja, und wenn du halt weit genug oben in der Atmosphäre bist, da ist es dann auch angenehm.
von den Temperaturen her. Ja, aber so wirklich, so ein 50 Kilometer in Höhe, also da, wo gerade so normaler Luftdruck ist, da ist es eigentlich für menschliche Verhältnisse angenehm warm. Aber das ist halt nicht hilfreich. Ob man das will, ich glaube nicht, nein. Also klar, Mars besiedeln, den Mond besiedeln, also so wirklich auf dem Boden ein Haus haben. Ja. Und dann halt Asteroidengürtel, also so wie bei The Expanse. So denke ich mal, wird das passieren. Ja, wird es dann halt kalt draußen, ne? Ja, gut. Also Mars ist ja schon kalt genug, aber dann so Asteroidengürtel, da wird es dann richtig, richtig böse kalt. Ja, fliegt mal bis Enceladus raus oder hier Ganymed oder Europa. Ja, aber wie gesagt, wenn man bereit ist, Menschenleben dafür zu opfern, wenn man einfach kein nur sagt, Ding. Ja, Vietnamkrieg, 40.000 Tote, und da ignorieren wir die 4 Millionen Tote in Vietnam, dann also die 4 Millionen Toten machen, Zivilisten, ne? Meinst du? Ja. Was ja immer gemacht wird, ne? Ja, also zumindest von Amerika. Also gut, wenn man sagt, okay, wir können hier 40.000 Menschen auf Suizidmissionen ins All schicken, um irgendwas zu erreichen. Man kann irgendwie, wir kalkulieren einfach ein, ja, dass wir reihenweise Menschen unter anderem auch verlieren können. Und wenn dann halt mal ein Leck im Raumschiff ist, ja, Pech. Spund ist, ne? Dann, oder wir machen halt wie bei Moon. Das waren ja, hast du Moon gesehen, den Film mit den Klonen? Nee. Achtung, nee. Spoiler. Also klar. Aber die Frage ist, will man überhaupt auf dem Mars siedeln? Also was hat man davon? Man ist weiter weg als alle anderen Menschen. Man ist von den Menschen weg. Also wenn man in Ruhe ein Buch lesen will. Ja, so ungefähr, ne? Also ich meine, es gibt Leute, die irgendwo draußen in der Wüste wohnen und sagen, und die könnten, die haben Kamele und die haben Autos, die haben auch draußen in der Steppe oder so, ne? Die haben auf jeden Fall Fortbewegungsmittel und die bewegen sich auch fort über viele, viele hundert Kilometer. Die könnten jederzeit in die nächste Stadt, ne? Und tun's nicht. Ja. Also die Frage ist ja, wozu macht man das alles mit andere Planeten besiedeln? Das ist ja, im Grunde geht's ja darum, dass zurzeit ist das quasi religiöse Eifer. Ja, also du hast mir ja diesen Kurzfilm empfohlen, C. Ja. Und da gibt es ja diesen Professor, der dann auch sagt, also solange die Menschheit ist die einzige Spezies auf der Erde, die das Wissen dazu besitzt, über die Lebensspanne ihres Geburtssternes hinaus zu existieren. Ja, von der wir wissen. Ich fand den Teil jetzt etwas sehr hochtrabend. Ja, aber das ist, ich meine, gut, der ganze Film ist hochtrabend. Das ist ja die Sache. Darum geht es ja im Endeffekt, dass wir irgendwann über die Lebensspanne der Erde, beziehungsweise dann auf lange Sicht über die Lebensspanne der Sonne hinaus uns so weit expandieren, dass wir von solchen Faktoren nicht mehr abhängig sind. Also klar, das sind Sachen, die passieren, das sind irgendwie jetzt auf Millionen von Jahren hinaus ausgelegt. Aber ich sag mal so, die Bewohnbarkeit der Erde, das dauert keine Millionen Jahre mehr, bis das vorbei ist. Ach doch, also darfst nicht vergessen, egal ob Antarktis oder Wüste Gobi, was so die schlimmsten Orte auf der Erde sind, oder Atacama-Wüste oder sonst irgendwas, du kannst kaum einen Ort der Erde finden, der so unwirtlich ist wie die am bewohnbarsten Orte auf dem Mars. Also jeder Ort der Erde ist besser als der Mars. Na, ich meine ja noch nicht mal irgendwie auf dem Mars wohnen, aber halt eine Raumstation. Selbst egal wie schlimm das auf der Erde wird, es wird immer besser sein als auf dem Mars. Ja, aber man kann ja Habitate bauen. Aber man kann trotzdem, das ist kein Grund zu sagen, wir müssen jetzt hier wie die Frösche um den Teich bei uns bleiben hier. Sorry. Die Frösche wandern auch. Ist das Aristoteles oder so? Irgendwie über die Griechen, wir sitzen hier wie die Frösche am Teich, um den Teich? Sind das nicht immer die, ja. Sorry, das kam mir gerade in den Sinn, das war irgendwie komisch. Also es ist auch so ein bisschen so eine utopistische Vorstellung, dass halt die Menschheit natürlich die Sterne besiedeln wird. Und irgendwann. Ja. Wann ist der erste Warpflug? Für wann ist der erste Warpflug geplant? Ich habe keine Ahnung.
So viel Star Trek habe ich nicht. Warte kurz. Ich habe First Contact nicht so oft geguckt, dass ich mir die Jahreszahl gemerkt hätte. Ah, genau, hier, warte, 10. Wo steht denn das jetzt hier? Schau noch vorher da. Genau, 5. April 2036 um 11 Uhr. Zefram Cochrane. Ja, ich fürchte, das wird nix. Warte kurz, ich fürchte mal, das wird nix. Geht mein Kalender schon bis 2036? Dann muss ich mir das mal kurz eintragen. Wetten wir um ein Kastenbier? Ja, wenn es bis dahin noch Bier gibt. Oder vielleicht schon romulanisches Ale. Die große Frage ist weniger, ist bis die wichtigere Frage, ob bis dahin der Warp-Antrieb funktioniert oder nicht, ist, glaube ich, hat es bis dahin den Dritten Weltkrieg gegeben oder nicht. So, 5. April, erster Warp-Flug. Das sind keine 18 Jahre mehr. 5. April, was, das sind keine 18 Jahre, es sind schon mehr als 18 Jahre. Wieso 36? Wir haben 18. 18 Jahre und, ach nee, doch, ja, 18 Jahre und ein paar Monate und 2 Monate. Es sind doch nicht bis 63. Ach, 63? Ja, 63. Du hast 36 gesagt. Nee, das ist aber falsch. Okay, also, trage ich das jetzt als Privat- okay, oder Uni ein? Ich trage es mal in meinen Privatkalender ein. Okay. 11 Uhr. Und, wo wir gerade bei Kalendern sind, kommen wir doch zur Raketenvorhersage. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschlossen, aber. Nee, warte. Ich habe nämlich ein Thema noch gehabt, das ich gar nicht angesprochen habe. Und das passt gerade dazu. Ah, okay, gut, dann mach das mal. Denn das Ende der Sonne. Das Ende der Sonne. Das steht uns ja irgendwann auch noch. Kann ich mir das auch schon im Kalender eintragen? Das kommt drauf an, wenn dein Kalender 10-stellige Jahreszahlen hat, dann schon, sonst nicht. Nein, hat er nicht, leider. Dann nicht. Okay, gut, dann lasse ich das noch. Das Ende von einem Stern ist ja meistens spektakulär, kommt ein bisschen drauf an, also bei so roten Zwergsternen, da ist es ein bisschen unspektakulär. Ich würde mal behaupten, es kommt drauf an, wie weit man weg ist. Ich glaube, bei Zwergsternen, da ist das generell nicht sehr spektakulär. Die werden einfach immer so, die werden irgendwann einfach dunkel und dann war es das. Also auch von spektakulär bis katastrophal ist auch ist eine geringe Schwelle. Ja, aber das ist halt wirklich, bei roten Zwergsternen ist es nicht übermäßig interessant. Es ist langsam. Die hängen halt wirklich echt lange rum. Also man schätzt sowas um die 100 Milliarden Jahre. Also niemand weiß genau, wie das Ende von einem roten Zwergstern aussieht, weil das ist einfach so lange hin. Ne? Bei anderen Sternen, umso größer sie sind, umso kürzer leben sie. Und wenn sie richtig groß sind, so 18 Mal so groß wie die Sonne oder so, also so richtig groß, dann plautzen die auch mal ganz ordentlich in Form einer Supernova. Und vor 2 Jahren, ohne dass ich das mitbekommen habe, hat ein Amateur eine Supernova gesehen. Das passiert immer mal, dass auch mal Amateure Supernovae, wie lieber Lateinexperte, Nova und Novae oder Novae? Novae. Novae, okay, dass auch mal Amateure Supernovae beobachten. Also ich glaube, man kann Supernoven sagen, das wird dir niemand oder übel nehmen. Ja, das auch mal, also wie gesagt, Amateure entdecken so Zeugs manchmal auch als Erste. Und da hat jemand, okay, hat eine Supernova entdeckt und das zwar als Erster. Aber was besonders war, er hat die erste Stunde von dieser Supernova beobachtet. Also wirklich so die ersten paar Minuten, in denen das Ding hell wurde. Und das hat bis jetzt noch keiner hingekriegt. Und das war toll. Und jetzt hat es irgendwie 2 Jahre gebraucht, bis da ein Nature-Paper darüber geschrieben wurde. Und dieses Paper wurde dann veröffentlicht. Und da habe ich das mitbekommen und habe bewiesen, dass ich in der Amateurastronomie nicht mehr am Puls der Zeit bin. Aber sowas von gar nicht mehr. Wieso? Ach, naja, ich war ja früher mal Amateurastronom. Aber wieso bist du nicht mehr am Puls der Zeit? Naja, also was hätte ich denn da überrascht? Also damals hätte ich das schon vor 2 Jahren mitgekriegt und nicht erst jetzt. Ach so. Das alles.
Ja, aber war toll. Also im Prinzip, was der beobachtet hat, er hat halt diese Supernova beobachtet ab dem Moment, an dem die Schockwelle von der Explosion im Inneren der Supernova an die Oberfläche des Sterns, der dann zur Supernova wurde, gelangt ist. Weil, der Stern ist ziemlich groß gewesen. Man hat dann so Modellrechnungen gemacht und ist drauf gekommen, naja, so durch Radius 120 Millionen Kilometer soll heißen, wenn man so aus dem Fenster guckt und sich jetzt überlegt, wo ist jetzt die Sonne? Also die hätte in dem Fall fast die Hälfte vom Himmel eingenommen. Also sie wäre richtig groß gewesen, hätte so noch die Venus so knapp noch, bin mir nicht sicher, ungefähr so weit wie die Venus, es wäre dann der Radius. Ich glaube, die Umlaufbahn der Venus wäre noch knapp innerhalb von dem Stern gewesen. Also das Ding wäre dann richtig groß und wenn dann im Inneren eine Kettenreaktion anfängt, weil was halt passiert, es hört erstmal eine Kettenreaktion auf. Im Inneren wird ja ganz am Anfang Wasserstoff zu Helium fusioniert. Irgendwann ist zu wenig Wasserstoff da, aber es ist jede Menge Helium da. Dann wird das Helium zu Kohlenstoff letzten Endes fusioniert. Also CNO-Zyklus, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Und das geht dann immer so weiter. Also es werden dann immer noch schwerere Elemente synthetisiert, bis man dann ungefähr zu Eisen kommt. Und wenn man dann Eisen hat, Eisen 56, glaube ich, da geht es dann nicht mehr weiter. Wenn man dann noch was fusionieren will, dann verbraucht man Energie und bekommt keine mehr. Und der Punkt ist bei schweren Sternen irgendwann erreicht. Du brauchst dann auch immer größere Drücke, höhere Temperaturen und so weiter, damit da überhaupt noch was passiert. Und wenn ein Stern nicht allzu schwer ist, dann kriegst du diese Bedingungen nicht und dann kommt es zu dem folgenden Prozess überhaupt gar nicht. Der folgende Prozess ist dann halt, irgendwann hört die Kernfusion im Inneren, also im absoluten Kern, plötzlich auf. Das ist ein Problem, weil in so einem normalen Stern, wenn der gerade noch funktioniert wie die Sonne, da wird halt Energie frei und die Energie setzt Strahlung frei. Und diese Strahlung, die baut einen Strahlungsdruck auf. So heißt, du hast im Inneren von dem Stern einen Druck. Und der ist verdammt wichtig, weil um den Kern des Sterns herum drückt natürlich die ganze Masse von dem Rest vom Stern drauf. Und du brauchst irgendwas, das dagegen arbeitet, weil ansonsten plautzt das Ding einfach zusammen. Und solange wieder im Inneren noch Kernfusion stattfindet, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, der Druck im Inneren ist etwas zu niedrig. Naja gut, dann erhöht sich halt der Druck von außen und es findet dann mehr Kernfusion statt. Damit entsteht wieder mehr Energie, damit entsteht wieder mehr Strahlungsdruck und Krise verhindert und der Stern macht weiter wie gehabt. Wenn man dann bei Eisen ist, geht das nicht mehr. Da ist dann einfach Ofen aus, es wird kein Druck mehr aufgebaut. Stattdessen fängt dann sehr plötzlich der ganze Rest des Sterns von außen auf das Innere des Sterns drauf zu fallen. Also einfach so zu beschleunigen, also fällt dann halt runter. Ne? Und wie wir alle wissen, das Fallen ist nicht das Problem ist das unten Ankommen. Und wenn das halt unten ankommt, hat man halt jede Menge kinetische Energie in dem Gas. Und diese kinetische Energie wird dann nochmal in Wärme umgesetzt und zwar praktisch in dem ganzen Stern, weil zu dem Zeitpunkt findet sowieso schon jede Menge Kernfusion statt, auch außerhalb vom Stern, einfach weil, die restliche Kernfusion ist halt deutlich einfacher und die kann dann anderswo stattfinden. Und die verstärkt sich dann sehr plötzlich und sehr, sehr schnell. Und das ist dann halt die Supernova. Ne? Also das ist dann halt wirklich eine explosive Entwicklung. Und da geht dann vom innersten Kern des Sterns eine Schockwelle nach außen aus. Also das fällt kurz zusammen und dann explodiert es halt nach außen hin. Und es braucht eine Weile, bis diese Schockwelle von innen nach außen angekommen ist. Und den Moment hat man halt beobachtet, jetzt zum ersten Mal. So.
Und okay. Ja, das war halt so das Besondere. Das war das, deswegen hat das hier Leute in helle Aufregung versetzt. Ja. Das alles übrigens nur beobachtet, weil der eine neue Kamera gekriegt hat und der musste die gleich mal ausprobieren. Und dadurch hat er die beobachten können. Sehr schön. Wollen wir zur Raketenfeuersorge kommen? Können wir machen. Da haben wir, ich fange einfach mal an, 1. März, eine Atlas 5 mit dem GOESS-Satelliten, was ein Wettersatellit der NASA und der NOAA, also National Oceanic and Atmospheric Administration, jetzt weiß ich auch, für was da steht, ist. Also ein Wettersatellit. Jo. Genau, fliegt mit einem Atlas 5 um 23:02 beziehungsweise 1:02, also zwischen 23:02 und 1:02 ist das Startfenster. Ja. Anschließend kommt die Falcon 9 Rakete mit Hispasat 60W6 zum Zuge. Aber dazu muss erstmal die Atlas-Rakete weg sein. Also zurzeit scheitert es scheinbar wirklich daran, dass die keinen festen Termin haben, weil erstmal die Atlas da weg muss. Aber selber schuld, SpaceX, da hättet ihr halt euch eher um eure Nutzlastverkleidung kümmern müssen. So, dann noch 6. März, Soyuz-Rakete, O3B, F4. O3B, wir haben ja schon über Satelliten-Internet und so gesprochen, dass, also O3B heißt Other 3 Billion, also die anderen 3 Milliarden Menschen, die dann auch mit Internet versorgt werden sollen. Ja, ist halt so ein Projekt von denen und die machen sowas. Und davon werden dann am 6. März noch ein paar mehr Satelliten gestartet. Es sind aber nur ein paar, ist so ein mittelhoher Orbit, also im Sinne von wirklich ein sehr hoher Orbit, bloß nicht ganz, ich glaube sowas wie 8000 Kilometer oder sowas. Also schon ziemlich hoch, sodass ein großer Teil der Erde mit wenigen Satelliten abgedeckt werden kann. Ja, dann haben wir auch im März eine GSLV Mark II, also eine indische Rakete, mit dem GSAT-6A. Genau. Eine indische Rakete. Genau, eine. Nicht nur indische Rakete, ein indischer Satellit wollte genau, ich sagen. Genau, ein Technologie-Demonstrationssatellit für Kommunikation. Eine Unfurlable Antenna. Ah, okay, ist also so eine. Entfaltbare, ja. Genau. Und 6 Meter groß. Genau, wann ich muss kurz schauen, wie weit wir vorgehen können. Wahrscheinlich bis zum 14., also nehmen wir mal die Lange Marsch noch mit. Genau, Lange Marsch 3B mit Upstar 6C, ein Kommunikationssatellit, ist das für irgendwen? Kommerzielle Video- und Direct-to-Home-Broadcast. Es ist kommerziell, okay. In Xichang. Gestartet, Xichang, das war das Ding in Sichuan, denke ich. Ja. Nee. Xichang Satellite. Ja, war das Ding in Sichuan, soll heißen. Die von der chinesischen Raumfahrtbehörde hat sich dann jemand zu Wort gemeldet und gesagt, ja, also im Grunde können wir nach einem Start immer bloß beten, dass niemand stirbt. Send thoughts and prayers. Ja, so ungefähr. Ist ja schon wieder was ins Haus gekracht irgendwo in China. Passiert ja öfters mal, ja. Mhm. Und das wird halt, das ist besonders in der Region so. Weil Sichuan ist halt eine relativ dicht besiedelte Region von China. Und ja. Was soll man noch dazu sagen, das nicht schon gesagt wurde, ne? Seit 1984 starten von dort Raketen und es ist ein unrühmlicher Ort, sagen wir mal, für die chinesische Raumfahrt. Ja, die geostationären Missionen sollen wohl irgendwann nach Wenchang gehen, also nach Hainan runter. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein, ne? Ja. Nee, weil irgendwie das scheint ein geostationärer Satellit zu sein.
Aber die gehen nach, vielleicht ist du noch nicht bereit. Ja, weiß ich nicht. Jedenfalls Wikipedia nicht immer aktuell. Das stimmt. Gut, dann steht auch ein Citation Needed dahinter. Beenden wir mal diese Sendung an dieser Stelle. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns das doch gerne in die Kommentare bei Twitter oder auch bei Facebook. Ja, und nächstes Mal achte ich darauf, dass ich vor der Sendung, die möglichst kurz vor der Sendung noch was esse und nicht wie heute. Ich werde dann immer etwas fahrig, wenn ich leicht unterzuckert gehen wir aus dieser Sendung. Ihr könnt uns auch auf iTunes eine Bemerkung, eine Review schreiben und uns ein paar Sterne da lassen. Das wäre auch mal eine gute Idee. Und sonst könnt ihr uns gerne auf Liberapay, Patreon oder PayPal finanziell unterstützen oder uns bei Amazon Affiliate mit euren Ausgaben uns auch etwas abgeben. Und ansonsten danken wir für die Aufmerksamkeit und habt noch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.